Herzlich willkommen. Wir sind wieder da bei Ruderboot. Katrin Huss. Uwe Steimler. Danke. Und für alle, die es noch nicht wissen, was Ruderboot bedeutet, warum, wieso, weshalb. Es ist die einzige Sendung, bei der man rückwärts sitzt und vorwärts kommt. Also man kann wirklich sagen, vorwärts immer, rückwärts immer. Ich finde das so richtig schön. Ich bin heute so richtig wieder aufgedreht, weil endlich trifft man wieder mal Menschen, die ähnlich denken, ähnlich ticken. Und dieser Austausch, der hat mir total gefehlt in den letzten Wochen. Das stimmt. Das ist wirklich wahr. Das ist furchtbar. Nee, wir sind überhaupt nicht furchtbar. Wir machen es ja schön. Und wir stellen vielleicht mal die Gästerunde kurz vor. Ich fange mit der Dame an. Juliane Prantis ist eine Frau, deren Herzensangelegenheit unsere Kinder sind. Sie ist Erzieherin, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie studierte Psychologie, Musik und Theater und ist Gründerin vieler Initiativen, zum Beispiel Für alle Kinder oder auch Kinder stärken in der Corona-Krise. Herzlich willkommen, Juliane. Danke. Robert Ziebes. Er ist Wissenschaftsjournalist, Regisseur, Produzent für Film und Fernsehen, auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und zum Beispiel Arte. Er ist auch Filmverleiher, lebt in Paris, Köln und Berlin. Seit über 20 Jahren im Filmgeschäft, hat zahlreiche Preise eingeheimst, zum Beispiel auch Deutscher Filmpreis oder Europäischer Filmpreis mit Pianomania damals. Und jetzt ist er aber mittendrin in einem Medienskandal, denn sein Film macht die Runde Corona-Film-Prolog. Schön, dass Sie oder dass du heute auch mit in unserer Runde bist. Freue mich sehr. Danke. Professor Dr. Max Otte. Ökonom, Fondsmanager, Unternehmer, deutscher und amerikanischer Staatsbürger, Bestsellerautor, zuletzt das Buch herausgekommen, Die Krise hält sich nicht an Regeln, liegt leider im Auto, sonst könnten wir es zeigen. Aber viele haben es schon wahrscheinlich gelesen oder davon gehört. Und wenn nicht, dann eines der anderen Bücher, die so ähnlich heißen, Weltsystemcrash, Investieren statt Sparen oder Der Crash kommt und viele andere mehr. Herzlich willkommen in unserer Runde. Und neben mir sitzt Jens Lehrich. Wir haben eine ähnliche Biografie, das freut mich total. Radiojournalist und Comedian, gut, Comedian jetzt nicht, aber die Radiolaufbahn, hat bei Radio Schleswig-Holstein seine Karriere angefangen. Mittlerweile gibt es 21 Radiosender, die seine Comedy-Serie ausstrahlen, Baumann und Klausen. Ich liebe diese Sendung, bin damit immer ganz oft im Auto unterwegs gewesen. Er ist aber auch Lebenssinnsuchender seit einigen Jahren, arbeitet bei Rubicon, produziert eigene YouTube-Formate wie Fair Talk und er ist Friedensaktivist. Tolle Runde, oder? Ja, danke für die Einladung. Ja. Apropos Frieden, wie zufrieden bist du denn gerade, Uwe? Ja, ohne Frieden ist alles nichts. Ne? Und es gibt eine indianische Weisheit. Ich weiß aber nicht, ob ich sie zusammenkriege, weil ich bin auch nicht mehr auf den Brettern. Die geht ungefähr so, die indianische Weisheit besagt, Frieden ist nicht nur das Gegenteil von Krieg, Frieden ist nicht nur die Pause zwischen zwei Kriegen, Frieden ist weitaus mehr. Frieden ist das Gesetz menschlichen Lebens. Frieden ist dort, wo wir recht handeln und wo zwischen jedem Volk und jedem Menschen auf dieser Welt Gerechtigkeit herrscht. Schöner kann man das nicht sagen als die Indianer. Doch, das kann man noch schöner sagen. Ich habe nämlich ein wunderbares Zitat vom Jens aufgeschnappt in einer Talkrunde, die er gegeben hat. Das kann nicht schöner sein. Ja, ja, bitte, bitte. Indianer? Nein. Von welchem Stamm? Ich lese es mal vor, du kannst aber dann noch kommentieren. Frieden funktioniert nur mit allen. Wenn wir auf dieser Welt gemeinsam zur Ruhe kommen wollen, dann müssen wir die, die wir ablehnen, integrieren. Mhm. Das funktioniert nur mit Verständnis. Ja, das sehe ich so. Und das, ich bin drauf gekommen, weil ich habe vor ein paar Jahren in Berlin ein junges Magazin entdeckt. Transform heißt das. Und der Titel war Empathie da, wo es weh tut. Und da ist mir dieses Wort Empathie eigentlich zum ersten Mal so wirklich richtig bewusst geworden, habe mich damit auseinandergesetzt. Was ist Empathie? Empathisch zu sein mit Menschen, die man mag, ist einfach. Aber empathisch zu sein mit Menschen, die man nicht mag und zu verstehen, warum man die vielleicht nicht mag, beziehungsweise warum die so geworden sind, wie sie geworden sind, das fand ich hochspannend. Und dieser Satz, Empathie da, wo es wehtut, das ist für mich ein Leitsatz geworden. Und deswegen versuche ich seit vielen Jahren aus diesem Schubladendenken rauszukommen. Also ich lasse mich nicht mehr in Schubladen stecken. Und das ist für mich eine Grundvoraussetzung auch von Frieden, nämlich
Also zum einen den Frieden in sich selbst zu finden. Man kann nur, wenn man den Frieden in sich selbst findet, auch nach außen Frieden ausstrahlen. Also ich finde es immer lustig, wenn Leute total aggressiv auf irgendwelchen Demonstrationen, wofür oder gegen auch immer, rumlaufen, rumbrüllen. Ja, und man so denkt irgendwie, also sie meinen dann, die auf der richtigen Seite zu sein, aber in einer Aggression, wo ich denke, hallo, guckt doch erst mal bei euch. Also guckt, was ist da bei euch los, was ist in euch los, findet den inneren Frieden. Und dann könnt ihr nach draußen gehen und dann tut ihr viel mehr für den Frieden in dieser Welt, als irgendwo rumrennen und andere dafür verantwortlich machen, dass es einem selbst nicht gut geht. Das ist natürlich immer einfacher, aber das ist, und der unbequemere Weg ist tatsächlich, den inneren Frieden zu finden. Aber ich kann nur sagen, das ist meine Erfahrung der letzten 10 Jahre, seitdem ich auf diesem Weg bin. Es ist so unglaublich lohnenswert, das zu tun. Mhm. Und wenn ich fragen darf, wie erreichst du das, dass du zufrieden bist? Weil du gesagt hast, der Weg dahin. Also ich hatte einen Schicksalsschlag in meinem Leben, vor 10 Jahren etwa. Ich habe bis dahin eigentlich ein komplett angepasstes Leben geführt. Mir ging es nur um Konsum, mir ging es um möglichst viel Geld, mir ging es um Erfolg. Also ich war so richtig in diesem Ellenbogen. Ich wollte zeigen, dass ich jemand bin, was ich kann. Und dann kam dieser Schicksalsschlag und der hat für mich alles neu sortiert. Und ich habe halt einfach begriffen, durch diesen Schicksalsschlag, worum es im Leben geht. Und ich habe vor allem aber auch begriffen, dass tatsächlich Schicksalsschläge gar nicht dazu da sind, dass das Leben es schlecht mit einem meint. Es geht darum zu erkennen, was will mir dieser Schicksalsschlag sagen. Und ich möchte einfach nur, heute kann ich sagen, dass diese letzten 10 Jahre die besten meines Lebens waren, dass ich eine innere Zufriedenheit erlangt habe, die bei mir dazu führt, dass ich auch keine Angst vorm Tod mehr habe. Also ich habe wirklich, vor 10 Jahren, hättest du mich das gefragt, hätte ich gesagt irgendwie, oh Gott, ich will das noch alles machen und jenes noch alles machen, weil ich immer getrieben war von mehr, mehr, mehr. Und ich habe immer gedacht, wenn ich mir jetzt dieses Auto kaufe, dann muss es ein größeres sein. Wenn ich mir die Uhr kaufe, muss es die nächste teurere sein. Habe immer gedacht, du willst irgendwann mal das besitzen und das haben und das haben. Und das wurde mir auf Schlag genommen. Und ich habe begriffen, dass es tatsächlich einfach um etwas völlig anderes geht. Und seitdem ich diesen Weg gehe, der wie gesagt unbequem ist, habe ich so für mich das Gefühl, wenn es morgen vorbei wäre, habe ich ein wunderbares Leben gehabt. Aber erst in diesen letzten 10 Jahren. Und das ist eine, ich kann es schwer beschreiben, aber dieses Gefühl von dieser Angst nicht mehr zu haben, das macht einen so frei. Das macht einen freier als alles andere. Und deswegen, ich danke jedem Moment. Ich danke, heute hier zu sein. Ich freue mich über jeden Moment. Ich bin nicht mehr im permanenten Kampf. Aber du hast gerade was ganz Wunderbares gesagt. Wir könnten alle, auch die wir hier sitzen, ne, dieses Wort Danke, Demut, solche Dinge, wo man merkt, das geht verloren. Ja, auch zu wissen, wo man herkommt, auf welchem Grund man steht. Wir können gar nicht oft genug Danke sagen. Gerade jetzt in dieser äußerst fragilen Welt. Das stimmt. Finde ich auch was ganz Wichtiges. Und ich möchte noch eins vielleicht dazu sagen, weil das oft immer falsch verstanden wird, wenn man sagt irgendwie, ich könnte sterben und es wäre okay für mich. Würden jetzt viele sagen, oh, der ist hochdepressiv. Nee, im Gegenteil. Ich bin hochzufrieden. Ich möchte gerne 130 werden, weil ich das Leben liebe und weil ich noch ganz viel vorhabe und weil ich es großartig finde, auch mutig voranzuschreiten und das tun zu können, was ich gerade tun kann. Aber ich bin an dem Punkt, dass ich keine Angst mehr davor habe. Ich würde das noch gerne weiter vertiefen, aber vielleicht den Ball an Robert weitergeben, weil du hast auch gerade so genickt bei dem, bei den Ausführungen zur Empathie und zufrieden. Das stimmt. Und das mit da, wo es weh tut, fand ich einfach auch eine gute Formulierung. Und das, dann dachte ich gleich, ja stimmt, das World Economic Forum ist ja auch in Davos, weh tut. Ja. Und da dachte ich mir, ja, das sind so dieses Ausharren, dieses Aushalten in der Komfortzone führt in Wirklichkeit zu einer Aggression gegen sich selbst. Ja, weil, und das ist ja auch, unsere gesamte Gesellschaft hat ja viele Menschen, die sich vielen Zwängen ausgesetzt sehen, fühlen, vielleicht gar nicht so sind, ja, aber man denkt, man ist in solchen Zwängen. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass die größte
Belastungen für das Gesundheitswesen ja die Depressionen sind. Also schon vor der Corona-Krise waren es ja Millionen von Menschen, die wirklich so krank waren. Und das heißt auch, dass sie nicht funktionieren. Das heißt auch, dass sie leiden und andere mit ins Leid ziehen können. Und die Krise selbst hat das sicher das Problem eher größer gemacht als kleiner. Wo man sieht, dass es im Grunde eine Art Übertreibung der Probleme bedeutet, die schon vorher da waren. Und das kommt aus meiner Sicht auch daraus daher, dass man so denkt, man ist in so einer Passivität gezwungen, in so einem Aushalten gezwungen. Und wenn man so handelt, wie du es machst oder ihr es macht und wir es machen, dann hat man was Aktives. Ja? Und aktiv sein gibt einfach wahnsinnig viel positive Energie. Und verhindert natürlich, dass man in so eine Depression kommt. Und selbst wenn man mal sagt, jetzt dieser Gewalt setze ich mich nicht aus, jetzt bin ich mal weg hier. Ich bin gar nicht im System, ich gehe aus dem System raus. Oder nein, ich akzeptiere das nicht, ich will das verändern. Ich muss nicht diesen Chef haben oder dieses Formular ausfüllen. Ich mache jetzt den anderen Weg. Ja? Dass man sich diese Freiheit nimmt, ist unglaublich gesund, wenn man sonst gezwungen wäre, etwas auszuhalten. Juliane, wie geht's Ihnen zum Thema Zufriedenheit? Sie sind oder du bist seit einem Jahr permanent auf der Straße und voller Aktionismus, gerade wenn es um unsere Jüngsten geht. Ja, das stimmt. Also das Thema Zufriedenheit oder der innere Frieden, der speist sich definitiv gerade jetzt in der Corona-Krise daraus, dass ich, egal was es ist, etwas tue. Und zwar für die Jüngsten, für die einfach gar keine eigene Stimme haben, wo auch teilweise die Eltern das noch gar nicht wirklich wahrgenommen oder anerkannt haben, wie es ihren Kindern geht. Ich habe ja selbst auch zwei jugendliche Söhne und kann an denen einfach auch sehen, was die ganzen Maßnahmen mit ihnen machen seit einem Jahr, dass da einfach keine Zukunft mehr ist, keine Perspektive. Ich unterstütze die einfach, also auch das ist machen. Ich unterstütze meine Söhne, trefft euch mit anderen. Egal, was kommt, Ordnungswidrigkeiten oder was auch immer, ich mache das mit euch. Ich stehe hinter euch, sich zu vernetzen mit anderen Menschen, die eben sich die Freiheit nehmen, so weiterzuleben wie immer. Also irgendwann habe ich verstanden, ich lebe genauso weiter, wie ich es bisher gemacht habe. Bisher war das okay. Die da draußen haben irgendwie die Spielregeln geändert. Ich ignoriere das jetzt mal. Also ich habe auch keinen Fernseher. Manchmal sage ich das auch, ich habe das nicht mitgekriegt. Also was jetzt hier an Verordnung. Also ich behalte mir einfach meine innere Freiheit und mache. Und je nachdem, wie es mir geht, oder manchmal ist es eben aggressiver auf der Straße oder mit der Antifa oder auch mit der Polizei oder wenn ich mich zu sehr exponiere, dann muss ich mich wieder ein bisschen zurückziehen, aber dann mache ich innerlich. Also dann schreibe ich an einem Konzept oder bin an einem Buch für Eltern, dass die mit sich selbst wieder in Kontakt kommen. Also ich glaube, mit sich selbst in Kontakt sein, egal was da draußen ist, das ermöglicht den inneren Frieden. Und vielleicht habe ich seit Geburt eine Anpassungsstörung, also das ist ein Glück. Ne? Ja, genau. Also das hatten wir auch. Tut irgendwie ganz gut. Also jetzt bei Corona merke ich, wow, irgendwie hatte ich immer so einen Rest Freiheit. Und auch durch das Alleinerziehendwerden habe ich auch damals eben ganz anders als bei Jens, ich konnte mir nie irgendwas leisten oder mir irgendwas wünschen. Oder ich habe mich völlig in die Sackgasse manövriert. Und habe da auch einfach mental den Schalter umgelegt und habe gesagt, ich bestimme den Zeitpunkt meines Todes oder wann wir nicht mehr hier weiterkommen. Das bestimmt nicht das System oder Hartz IV oder irgendetwas. Das bestimme ich. Und da drin habe ich Freiheit und ich mache das so, wie ich es will. Ja, das war ganz gesund. Ja. Herr Professor Otte, Sie sind ja der Mann, der sich mit Krisen beschäftigt, schon seit vielen, vielen Jahren. Wie selber kriegen Sie sich denn immer wieder in Ihre Mitte, wenn Sie sich mit all diesen Sachen permanent auch beruflich beschäftigen müssen? Ja, ich meine, die akademische Beschäftigung mit Krisen ist ja erstmal spannend. Also man braucht halt ein Menschenbild, was realistisch ist. Der Mensch hat gute Seiten, hat böse Seiten. Es ist beides in uns drin, zumindest mein Menschenbild. Und dann weiß man auch, dass vieles, was die moderne Ökonomie so bringt, dass es immer besser wird, dass so ein Kapitalismus so ähnlich wie im Kommunismus gewesen, dass das
passt nicht, das sind Ideologiegebäude, der Mensch ist komplex, er kann eben Gutes, er kann Böses. Die Krise, die jetzt natürlich auf uns reinprasselt, also im letzten Buch, der im Weltsystemkritisch oder im vorvorletzten, wie auch immer, habe ich ja gesagt, wir kommen in eine Zeit mit Repression, die Welt steht Kopf, ich habe das auf 600 Seiten dargelegt, warum das so ist. Ich habe nicht dieses Virus gesehen, das ärgert mich, weil auch das hätte man sehen können. Nein, ich habe 2003, habe ich mir schon überlegt, was machen die so ein Aufhebens um SARS da, um ein paar Grippeviren, die aus Asien anscheinend kommen. Und seit 2010, seit dieser Report der Rockefeller Stiftung da war, hätte man sehen können, so jetzt sind wir in der Krise drin. Wirklich gravierendste Einschnitte, Diffamierung. Ich meine, ich bin ja seit 4, 5 Jahren auch ziemlich betroffen. Dem, was ich sage, betroffen, Cancel Culture, was auch immer. Zum Glück geht's noch, aber man kriegt immer mal wieder Tiefschläge. So, wie kommt man da raus? Ich sage, 3, 4 Dinge habe ich vor ein paar Tagen auch dann bei Querdenken in Aachen gesagt auf der Bühne. Einmal sich mit zweckfreien Dingen beschäftigen. Sagt Hayek, den ich nicht in allen oder in vielen Punkten auch nicht teilen würde, seine Meinung. Aber in dem Fall sagt er, Regime oder totalitäre oder Kontrollregime haben immer ein Problem damit, mit Menschen, die Dinge um ihrer Selbstwillen tun. Sehr gut. Ob das Kunst ist oder Wissenschaft oder was. Also die Wissenschaft ist für mich nicht sozialistisch, sie ist nicht kommunistisch, sie ist nicht kapitalistisch, sie ist nicht virologisch, sondern sie muss der Wahrheit dienen, die Wissenschaft, aber auch die Kunst, also Dinge um ihrer Selbstwillen tun, dann Literatur ist für mich sehr wichtig, also da mache ich Musik. Ich gehe zum Beispiel in 2 Wochen ins Studio und nehme eine Gunter Gabriel Tribute CD auf. Ach, gut. Der Mann war ein zerrissener Mann zum Schluss, sicherlich kein einfacher Mann, aber war Patriot, er war ein geradliniger Mann, ja. Und ich finde, es ist sehr wichtig, dass so 10, 12 seiner Lieder einfach mal wieder zeitgemäß da neu aufgenommen werden. Stimmlage passt auch in ungefähr, so dass das da so wird schon klappen. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich sowas mache. Und dann Literatur ist mir wichtig. Und das Dritte, was ich immer sage, ist Sozialkapital. Also auch, es wird allen hier so gegangen sein, dass der ein oder andere sich abgewandt hat. Und dann trifft man neue Leute. Und das ist dann sehr beglückend, denn die Leute sind meistens dann in sich gefestigter als die, die gegangen sind. Das finde ich total cool. Ist nicht von Gabriel der Song Hey, 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 Boss, ich brauche mehr Geld? Das war einer seiner ersten. Also wenn Sie das dann singen und dann auch gleich noch die Tipps geben, wie man es macht. Ach, das ist Tipps. Es ist keine Spekulation, es ist eher ein Dauerlauf. Es hat viel mit Disziplin zu tun. Also es gibt da nicht den geheimen Schlüssel. Nur das Wichtige ist, wie bei, sagen wir mal, der Gesundheitsdisziplin, wo es bei mir ab und zu hapert. Ich habe schon so meine Routinen, also ich mache auch Sport, aber könnte noch mehr sein. So ist es denn auch bei der finanziellen Gesundheit. Also das ist keine Sache, wo ich jetzt, ich lege den Schalter um und jetzt habe ich, sondern es sind einfach auch Routinen, und die man sich antrainieren muss. Also es ist keine Geheimwissenschaft, sondern es ist eher das Machen, was das Problem ist. Gesundheitsdisziplin, schönes Thema eigentlich für dich, Jens, oder? Du bist doch so ein, kann ich sagen, so ein Gesundheitsapostel? Also nee, Gesundheitsapostel bin ich nicht. Ich bin einfach, also wie gesagt, das ist alles, bei mir hat das immer mit den 10 Jahre zurück. Da habe ich irgendwie alles gegessen, was McDonald's hergegeben hat. Heute würde ich da wahrscheinlich nicht mal mehr essen, irgendwie selbst wenn ich in eine Notsituation kommen würde. Aber ich versuche das nicht zu predigen. Also Apostel ist so dieses, ja, man predigt das. Ich kann auch wunderbar, ich esse zum Beispiel seit auch ungefähr 10 Jahren kein Fleisch mehr. Also bin Vegetarier, teilweise sogar mit einer Tendenz zu vegan, wobei auch das mir wieder zu schubladenmäßig ist, weil ich esse zum Beispiel gerne Ziegenkäse und den esse ich dann auch. Also ich bin da nicht dogmatisch und ich gehe auch mit euch gerne in ein Steakhouse und schaue euch dabei zu, dass ihr ein Steak esst, solange ich es nicht essen muss. So. Von daher, ich bin kein Apostel, aber ich merke einfach, was Ernährung für einen unglaublichen Einfluss auf meinen Körper hat. Und ich habe mal 2012 war das, eine Situation gehabt, wo ich gedacht habe, ich bin ziemlich krank. Also mir ging es über einen längeren Zeitraum ziemlich schlecht. Niemand hat was gefunden. Ich bin von einem Hausarzt zum nächsten und vom Spezialisten zum anderen. Alle haben gesagt, nee, also so richtig was finden wir nicht. Und dann hat mir ein Freund, den ich kennengelernt habe, der Geistheiler ist, ja, der hat mir gesagt, du lass mal Kuhmilch weg. Und dann habe ich gesagt, Kuhmilch, bist du verrückt, wie soll ich Kuhmilch? Ich liebe Eis, ich liebe Kaffee, ich liebe Käse. Joghurt, Käse grundsätzlich. Nee, lass mal Kuhmilch weg. Und
dann habe ich das weggelassen und tatsächlich die Probleme waren wie weggepustet. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Mensch, Weizen tut mir zum Beispiel auch nicht gut, steige ich also auf Dinkel um. Wenn es geht, sogar glutenfrei, aber eben auch nur dann glutenfrei, wenn es jetzt nicht irgendwie mit wiederum auf der anderen Seite mit E-Stoffen vollgepumpt ist. Das ist manchmal das Problem dann an den angeblich so gesunden Lebensmitteln, dass sie wieder teilweise auch zu viel Chemie enthalten. Also, und ich merke einfach immer sofort, was das mit mir macht. Ich merke das bei meiner körperlichen Gesundheit und ich merke es aber auch bei meiner mentalen Gesundheit. Also es gehört für mich auch eine geistige Hygiene und Disziplin dazu. Wir haben den Fernseher auch vor 10 Jahren rausgeschmissen. Wenn wir mal was schauen, auch mit den Kindern zusammen, dann streamen wir das ganz gezielt. Und ich merke sofort, wenn ich zu viel Nachrichten konsumiere, Nachrichten, wir sollen uns danach richten, die deutsche Sprache ist ja auch immer so wunderbar, herrlich, präzise, dass ich dann einfach in so eine Ohnmacht komme. Also ich stehe dann da und denke, ja okay, jetzt habe ich das alles gehört und das ist, die Welt ist ganz schrecklich und alles ganz furchtbar, aber was kann ich denn jetzt machen? Ja, an den großen Dingen kann ich nichts ändern. Das sagt mir meine Frau auch immer wieder, wenn ich dann in so eine Idee komme und denke, so, jetzt reicht's mir, jetzt ist der Punkt, jetzt muss mit dieser Maskenpflicht Schluss sein, die quälen unsere Kinder. Sagt sie immer, ja, grundsätzlich, wunderbar, stimmt, aber kennst du Herrn Spahn, kennst du Frau Merkel, also hast du eine Möglichkeit, das zu verändern? Und da zurückzukommen, zu sagen, okay, ich habe eine Möglichkeit, etwas zu verändern, aber eben nur in meinem Mikro-Makro-Kosmos und nicht in diesem, ich verbrenne meine Energie nicht mehr auf dieser Ebene des ganz Großen, weil ich merke, das bringt mich nur schlecht drauf. Es bringt mich in die Ohnmacht, ohne Macht sein. Und ich möchte gerne mit Macht sein. Und da, wo ich Macht habe, in Anführungsstrichen, da setze ich sie ein. Und zwar nicht missbräuchlich, sondern so zum Wohle derer, mit denen ich lebe, die ich liebe. Und auch gerne natürlich für die Gesellschaft an den Stellen, so wie ich es mit meiner Arbeit bei alternativen Medien tue, wo ich es tun kann. Deswegen umfasst diese Gesundheit für mich viel mehr als jetzt nur Essen, Trinken. Das ist ein Gesamtpaket. Körper, Geist, Seele. Robert ist ja da auch so fast schon ein Spezialist. Ne? Sie haben eine ganze Menge Filme gedreht. Das stimmt. Das Thema Gesundheit so im weitesten Sinne. Ja, das Gesundheit fasziniert mich als Thema. Ich habe zum Beispiel einen Film gemacht über Blutegel und Maden in der modernen Medizin oder über Viren, die Bakterien töten können als Alternative zur Antibiotika-Behandlung. Und viele andere wissenschaftlich-medizinische Themen. Gesundheit, das Tolle dabei ist, aus Filmemacher-Sicht, dass es immer eine große Fallhöhe gibt. Ja, also es geht um viel. Es geht um Leben oder Tod. Ja, das ist so wie Krieg oder Frieden. Und das Gesundheitswesen als Thema finde ich halt auch faszinierend. Ich habe einen Film gemacht, der heißt Patient als Beute. Da ging es um das deutsche und französische Gesundheitswesen, wie Privatisierung, Teilprivatisierung, so absurde Prozesse hervorrufen kann, dass dann halt die, zum Beispiel die Gewinne privatisiert werden, aber die Verluste halt vergemeinschaftet, wie man das auch aus anderen Branchen kennt. Das bei dem Gesundheitswesen ist so interessant, dass man halt einerseits ein solidarisches öffentliches System hat, wie jetzt die öffentlichen Krankenkassen zum Beispiel, und andererseits aber so ein gewinnorientierte Strukturen hat. Und das passt aber nicht zusammen. Und dadurch, dass das nicht zusammenpasst, kann es dann total schief laufen. Ja, dann ist sozusagen die Mischung gerade explosiv für die Gesellschaft. Dann sind Leute noch kränker als vorher und man hat noch mehr Geld verbraten als nötig. Ja, so wie das in den USA zum Beispiel der Fall ist. Die Kosten pro Kopf sind dort viel höher als in den europäischen Ländern, aber die Gesundheit der Menschen ist dort viel schlechter. So, und das ist dann, weil die Entscheidung die Gesundheitsentscheidung, welche Medikamente man nehmen soll, welche Behandlung man macht, die stellt ja nicht der Patient, die macht ja der Arzt oder sogar die Richtlinien, nach denen sich der Arzt richtet. Und wenn man die dann beeinflusst, dann hat man sozusagen Hebel, wo Interessen unklar sind. Und unser Film über die Weltgesundheitsorganisation ist sozusagen ein Resultat dieser anderen Projekte gewesen, wo wir dachten, das mit der Schweinegrippe ist ja so schief gelaufen. Da wurden so viele Milliarden öffentlicher Mittel umverteilt und in private, hauptsächlich Pharmaunternehmen geschoben. Das war so ein großer gesellschaftlicher Schaden. Das müsste man noch mal untersuchen. Das war der Anstoß, sozusagen mal zu sehen, wie funktioniert eigentlich die Weltgesundheitsorganisation. Dieser Film ist ja vor circa 3 Jahren fertig geworden. Und das ist auch der Anlass, dass ich jetzt in der Corona-Krise in so einer Position war, wo ich denke, oh Gott, ich glaube, der Film geht weiter und man muss weiter Geschichten erzählen.
Ja, und dann kam es dazu wahrscheinlich, dass du, jetzt bin ich wieder beim Du. Ja, gerne. Wollten wir ja eigentlich auch, ja, dass du gesagt hast, jetzt mache ich einen Corona-Film vor einem Jahr. Und da war doch aber eigentlich schon klar, das ist ein brisantes Thema und hier gibt es möglicherweise eins auf die Finger, oder? Ja, das hatte ich ganz, da musste ich gar nicht so viel mir ausdenken. Es war so, ich habe einen Musikfilm machen wollen, dazu in Hamburg recherchiert, ich war im Zug und die Deutsche Bahn hat mich neben Wolfgang Wohlack gesetzt, den ich kannte aus dem Film über die Weltgesundheitsorganisation, weil er die Untersuchungs-, also diesen Ausschuss vor dem Europarat mit initiiert hatte, um die Schweinegrippe zu untersuchen. Deswegen war er in unserem Film und wir kannten uns, haben wir geredet und dann kurz danach ging es dann los mit der Corona-Medien- Kampagne, das war dann Anfang, also das war dann im Februar und er hat mich angerufen und meinte, lass uns mal ein Video machen, mach jetzt mal so ein Video und ich will mal was dazu sagen. Ich hab, okay, ich meine, okay. Und dann habe ich das Video gemacht und wir hatten noch nie was für YouTube gemacht, das ist nicht ganz richtig. Vorher hatte ich schon was für YouTube gemacht, ich bin selber vor die Kamera gegangen und habe gesagt, Leute, ist doch krass, Vimeo hat unseren Film Trust Who gelöscht. Plötzlich, nachdem er 3 Jahre lang zur Verfügung stand, aber im Februar schon, war das dann so gelöscht. Und dann war die Meldung auch noch, weil es gegen die WHO-Empfehlungen verstößt. Mhm. Das ist ein Film über die WHO. Ja. Ja. Wir hatten bei der Premiere, waren die Direktoren der WHO anwesend. Keiner hat gesagt, irgendetwas bei dem Film sei schlecht recherchiert oder falsch. Ja, es war natürlich nur unangenehm, weil der Film die WHO tatsächlich auch kritisiert, aber eher strukturell, als dass da persönliche Leute angegriffen waren. Jedenfalls wurde trotzdem der Film gelöscht und das hat aber nicht zu irgendeiner Aufruhr geführt und ich hatte, glaube ich, insgesamt 200 Views auf YouTube mit dem Video zu unserer Löschung von dem Film. Wir dachten, na gut, jetzt machen wir mit dem Wohlack auch so ein Video, dann posten wir es auf unserem Kanal und dann hatte der innerhalb von 2-3 Tagen 2,5 Millionen Aufrufe. Ja, das war der erste, den ich auch gesehen hatte damals. Und plötzlich hatte ich neue Feinde. Also die Leute, alle Leute, die ich so, mit denen ich so auch Kumpel war, mit die auch Dokumentarfilme macht, meinten, Robert, bist du jetzt Nazi geworden? Und so. Über Nacht? Ja, in 3 Tagen, wo ich dachte. Und dann hatte der, ich meine, das ging dann mit diesem Video und anderen Interviews, die auch der Wodak gegeben hat, gab es dann eine massive Kampagne gegen ihn als Person. Ja. Ja, ja. Und das hatte mich unglaublich beeindruckt, weil es gegen die Person ging und nichts, quasi nichts ging um die Sachen. Mhm. Keiner hat gesagt, was er gesagt habe, sei falsch. Oder hier ist das Gegenargument, das ist falsch wegen 1, 2 und 3 oder dumm oder keine Ahnung. Nein, die haben gesagt, ja, aber die Doktorarbeit, die er geschrieben hat, war über ein ganz anderes Thema. Und dann dachte ich, naja, okay, was ist das für eine Argumentation? Also das war halt unglaublich unlogisch, aber es war wahnsinnig emotional. Und da habe ich halt gemerkt, was für eine Wucht da. Und dadurch, dass das so synchron war, in so vielen Medien gleichzeitig, dachte ich, wow, das wirkt fast wie gesteuert, weil das so gleichzeitig war. Das heißt ja nicht umsonst Redaktion Netzwerk Deutschland. Also besser kann man es ja nicht ausdrücken. Also das hatte mich wahnsinnig beeindruckt, weil man hätte ja denken können, dass da irgendwelche Journalisten eine Meinung haben und die dann rausposaunen, dann schließt sich der andere auch noch an und dann kommt der andere auch noch mit. Aber so war das gar nicht. Das war gleichzeitig. Ja, die sind ja auch vernetzt untereinander. Ja. Ja? Also wenn man nur jetzt mal denken an die, entschuldige, dass ich mich jetzt mit einbringe, aber nee, weil du warst im Gedankenfluss. Nee, aber wir sehen ja auch, was jetzt gerade los war mit den Schauspielern. Mhm. Ne? Also hätte man da einfach die Füße stillgehalten, wäre man wirklich ein souveränes System, wie in unserem Land ja uns vorgegaukelt wird, wir leben ja im besten Deutschland aller Zeiten, dann hätte man gesagt, ja gut, das ist denen ihre Meinung, Ende der Debatte. Aber in der Satire gilt, wer sich betroffen fühlt, ist gemeint. Ja. Und es war ja, die waren ja noch nicht einmal 3 Stunden draußen und wurden so fertig gemacht, wo du sagst, also da muss was dran sein. Ja? Und bleiben wir mal bei der WHO, weil mir ist das zu einfach, wenn man sagt, ja, die WHO und die sind gesteuert. Also was ich mitbekommen habe, ihr könnt mich gerne korrigieren, 80% der Gelder für die WHO werden durch Spenden aufgebracht. Mhm. Und 20% steuern nur noch die Staaten bei. Dass dann natürlich Leute wie, nennen wir mal jetzt Bill Gates, sagen, ich spende dafür und habe zum Beispiel mit dafür gesorgt, Bill Gates, dass 4,5 Millionen Menschen in Afrika keine Kinderlähmung mehr haben, dann frage ich mich, warum geht man jetzt den Mann so an, dass der natürlich mit seinem Geld Interessen verfolgt,
das kann man ihm ja nicht übel nehmen. Aber was hier läuft, ist ja, mein Eindruck, dann bin ich fertig. Alle, die gesund sind, sollen krank gemacht werden. Das ist mein Eindruck. Also, dass wir uns jetzt hier nicht verlieren. Und ich finde das ja großartig mit dem Film, zu sagen, ich gucke jetzt da mal dahinter. Aber könnte es nicht auch sein, dass diese Erde, Goethe hat gesagt, die Natur hat immer recht. Punkt. Dass diese Erde, unser Mutterplanet, das ist ja die eigentliche Göttin, auf der wir leben, dass die sagt, Leute, 7,7 Milliarden, wir trampeln hier zu viele rum. Ich nehme jetzt mal 2 Milliarden mit. Und was machen wir? Wir impfen? Also, ich meine das so, wenn es einmal im Kopf ist, warum darf man das nicht aussprechen? Also, niemand von uns weiß doch eigentlich, was hier wirklich läuft, oder? Und warum darf man darüber nicht sprechen? Ganz meine Meinung, man muss alles, also die Situation ist so absurd und so gegen die Logik, dass man sich da, glaube ich, nur zu einer Lösung kommt, wenn man sich aller Denkverbote entledigt. Und das war damals vor allem über einem Jahr auch schon so. Und wir haben mit dem Video, das wir dann gemacht hatten, und dem Bodak, was so viel Aufruf hatte, eine Art Kampagne, eine Crowdfunding-Kampagne verbunden, um einen Dokumentarfilm zur aktuellen Krise zu entwickeln. Und es hat dann tatsächlich geklappt. Dann haben sozusagen die Entwicklungskosten haben wir durch einzelne Spenden von teilweise 5 Euro mal 10 Euro mal so von vielen, vielen Menschen haben wir das zusammengekriegt, und dass man so einfach mal anfangen konnte zu recherchieren. Und dann haben wir weiter gesagt, ja, wenn wir das jetzt schaffen, vielleicht machen wir den ganzen Film so. Und weil die ARD und ZDF, mit denen wir normalerweise arbeiten, da auch sehr benommen wirkten, dachte ich, naja, dann finanziert man den besser gleich frei. So, und dann haben wir das nur über Spender, da gab es dann auch wenige, die dann auch mal ganz viel gegeben haben, gesagt, ja, dann, wenn ihr dann das wieder Einnahmen habt, dann zahlen wir das auch wieder zurück. Super, also wenn das so ganz große Summen waren. Aber irgendwie haben wir es dann geschafft, dass wir da einfach so einen Film auf die Beine gestellt haben. Das war jetzt der Corona-Film? Der heißt Corona.Film Prolog. Das ist sozusagen der Film, der jetzt raus ist seit ein paar Tagen. Mhm. Der hat einige medizinische Fragen erörtert und hat auch aufgezeigt, wie das in Bergamo zum Beispiel genau abgelaufen ist. Und hat so ein bisschen die Chronologie des Anfangs der Krise vermittelt. Weil die Zuschauer können nicht so schnell folgen. Ja. Die Macht der Bilder. Bergamo war der Punkt, wo die ganzen LKWs gefahren sind und uns suggeriert wurde, hier sterben sie wie die Fliegen. Aber es war nicht so. Jein, also tatsächlich gab es einige Gemeinden in der Gegend, die wahnsinnig viele Tote in kurzer Zeit hatten. Und das war wirklich dramatisch. Und die Gründe dafür sind natürlich vielfach. Die Panik hat jedenfalls nicht geholfen. Aufgrund der Angst vor dem Virus sind die regionalen Gesundheitsbeamten zum Beispiel nicht zusammengekommen. Sie haben sich gar nicht getroffen. Und auch die Stadt? Es gab gar keine Koordination. Alle waren auf sich alleine gestellt. Und die Leute, die mit Symptomen in die Klinik kamen, wo man vermutet hat, vielleicht haben die ja diese Krankheit, die hatten dann gleich 2 Krankenhauszimmer bekommen, sodass das Krankenhaus eben nur voll war und die schwerkranken Leute dann keinen Platz mehr hatten. Und dann haben sie kranke Leute in die Altenheime gebracht. Mit dem Nebeneffekt, dass dann im Altenheim sich alle infiziert hatten. Wahnsinn. Und dann gab es auch keine, die Behandlungsprotokolle waren natürlich auch falsch, wie man rückwirkend weiß, weil das Narrativ war, alles ist neu, die Krankheit ist völlig neu, das gab es noch nicht. Und dann hat man halt alles ausprobiert, weil man denkt, man weiß ja von nichts. Und dann einfach mal, wenn man die einfach so behandelt, wie man sonst Atemwegserkrankungen behandelt, wäre es wahrscheinlich schon mal besser gewesen. Ja? Mhm. Natürlich hat jede Krankheit sicher ihre Eigenheiten, aber wurde auch dann überreagiert, überdosiert. Und dann natürlich mit diesen Beatmungsgeräten und so weiter. Diese Geschichten kennen ja schon viele. Jetzt weiß man, dass Cortisol schon bei vielen Fällen helfen würde. Ja. Asthma-Spray. Ja, genau. Ich würde an der Stelle vielleicht mal in den Film reingucken. Wir haben einen kleinen Ausschnitt aus dem Das ist ja ein Zufall. Prolog. Das finde ich, das ist mal Vorbereitung. Ja. Dann schauen wir jetzt kurz mal rein. Italien erklärt den landesweiten Lockdown am 9. März. Die Lokalregierung der Lombardei stellt ihre Tätigkeit bereits 2 Wochen früher ein. Il Consiglio regionale ha fatto la sua ultima seduta, diciamo in regime di normalità, il 25 febbraio.
Parlamento regionale è stato chiuso per molto tempo, mentre i miei colleghi medici si alzavano per andare in ospedale alle 7 del mattino, la commissione sanità non poteva restare chiusa perché c'è il Covid. Mentre i miei bambini, miei figli che fanno le elementari andavano a scuola online, noi non riuscivamo a fare un consiglio regionale, quindi il Parlamento regionale era chiuso. Quindi in quel periodo, in quei giorni, mentre cercavamo di parlare con le istituzioni che erano introvabili, ATS, centro diciamo sanitario territoriale, non ha mai risposto. Prefettura di Bergamo, organo di governo provinciale, chiuso. Come ho detto, come chiuso? Kein günstiger Zeitpunkt. In der Region Bergamo kommt es zu einem gewaltigen Ansturm auf die Krankenhäuser. Das große Sterben beginnt. So another ambulance passes. It's an absolute constant in the red zone. People are still being picked up, you know, all the time. Per tre settimane è stato un massacro continuo, 24 ore su 24. They're fighting a war here and they're losing. The sheer numbers of people succumbing to the coronavirus is overwhelming every hospital in northern Italy. Roberta Cabrini ist die Juniorchefin des größten Bestattungsunternehmens der Region. Normalerweise fallen pro Jahr 1200 Aufträge an. Im Monat März waren es allein 400. Dazu wurden auch noch öffentliche Begräbnisse verboten, das Kerngeschäft der Bestatter. Roberta sieht ihre Aufgabe als Ehrendienst an den Verstorbenen, nicht als Transportunternehmen zu den Krematorien. Successivamente, intorno a metà marzo, cessano anche i funerali. La gente, i nostri operai, alcuni hanno avuto paura, alcuni si sono ammalati. Ci hanno trovati a spostare un quantitativo di corpi, che era una logistica continua, senza sapere. Abbiamo incominciato quindi a chiedere aiuto. Sie wendet sich an die Gesundheitspolitik, erreicht niemanden. Dann an den Zivilschutz. Doch was dann passiert, hat sie nicht gewollt. Heute Morgen in Bergamo ein beängstigendes Bild. Ein ganzer Konvoi von Militärfahrzeugen bringt Tote zu Krematorien. Das Bild wird zum Symbol der Pandemie. Und der Schreck fährt den Menschen, speziell aber auch den Politikern, in alle Glieder. Was, wenn das auch in unserem Land passiert? Also es gab so zwei, drei Stellen, da hatte ich wirklich Kloß im Hals und echt auch Tränen in Augen. Das war zum einen Bergamo, zum anderen aber auch diese Geschichte mit Mutter und Tochter im Altenheim. Mhm. Und hinten noch mal die Kinder, die frei geredet haben, endlich mal ohne Maske. Aber vielleicht noch mal überhaupt grundsätzlich zu dem Film. Jetzt bist du ja in so ein richtiges, in so ein Strudel reingekommen, weil ein Journalist vom Tagesspiegel hat dich so platt gemacht mit dem Film und alle anderen haben es abgeschrieben. Das Typische, oder? Ja, das ist interessant, weil der Journalist vom Tagesspiegel, das ist Sebastian Neber, hat eigentlich gar nichts geschrieben. Also er hat kein einziges Zitat gefunden von mir, was er mir vorwerfen könne. Aber er hat andere zitiert, aber so aus dem Konzept, aus dem Zusammenhang gerissen, dass man das auch irgendwie, also ich finde, wenn man das genau liest, dann ist das selbst entlarvend, weil es gibt einfach keine Argumente in dem Text. Aber wenn man das so überfliegt, was wohl viele tun, versteht man, ich sei ganz schlimm, mal antisemitisch. Gottes Willen. Ja, ganz, oder was war da noch? Also, das stand natürlich nicht drin, da stand nur, dass ich jemand kenne, der jemand kennt, ja, der scheinbar auch Antisemit sei. Ja, ja, und das, aber das, wenn man das überfliegt, ja, dann, also das hat immerhin dazu geführt, dass die Berlinale, wo wir gerade einen Film hatten, bei meinen Co-Produzenten anruft und sagt, da stand in der Zeitung, dass ihr deutscher Partner antisemitisch sei. Das stand da nicht, also wie gesagt, stand da nicht drin. In dem ganzen Artikel steht eigentlich gar nichts Schlimmes. Aber es klingt so. Mhm. Und das ist eben das Faszinierende. Das ist eben so eine Art Rufmord, ohne illegale Sachen zu schreiben. Oder also ich finde schon, wenn man dann, da stand dann Verschwörungslügen, ich fände das Wort schon illegal, weil erstmal, was heißt überhaupt Lügen? Also ich glaube nicht, dass irgendjemand
je irgendwas bewusst falsch behauptet hat in einer meiner Sendungen. Es bezog sich auf Live-Sendungen, die wir machen, nicht auf den Film, den hatte der Autor noch gar nicht gesehen, sondern auf die Sendung Narrative, die jeden Mittwoch ist, mhm. wo verschiedene Gäste, die völlig verschiedene Perspektiven haben, sprechen und teilweise auch die Regierungsmaßnahmen verteidigen, teilweise angreifen, teilweise geht es gar nicht darum. Meistens geht es um das große Ganze, Gesellschaftliche, was wir dort verstehen wollen, um die aktuelle Krise eben in den Zusammenhang zu holen. Was ich ja am schlimmsten an der Corona-Krise von der Medienperspektive aus finde, ist, dass das so alles dominierend ist. Man alle wichtigen anderen Fragen unserer Gesellschaft gar nicht bespricht. Ja, diese Monopolisierung der Aufmerksamkeit ist ein großer medialer Schaden. Und, aber vielleicht sucht man auch dadurch abzulenken. Mhm. Vielleicht ist das wie etwas, was da drüber ist. Genau. Und der Nebel, der da drunter ist, dass man ja nicht sichtbar macht, was eigentlich ist, nämlich, dass der Kapitalismus in der Krise ist. Genau. Vielleicht ist sogar der Kapitalismus die Seuche. Und um nur noch kurz zurück zu dem Film zu kommen, das ist mir ganz wichtig noch zu erzählen, dass wir der Film heißt nicht umsonst Prolog, denn es gibt einen Hauptfilm, der eben diese große Frage beantworten möchte, wieso ist es dazu gekommen? Also wenn das jetzt nicht rein medizinische Gründe haben kann, dass wir diese Krise jetzt haben, die sogenannte Corona-Krise, welche Gründe sind es dann? Und das ist etwas komplizierter. Da geht es um wirtschaftliche Zusammenhänge, da geht es um politische Zusammenhänge, um militärische Zusammenhänge. Und die wollen wir global untersuchen. Das soll eben deswegen ein Film sein, der 5 Stunden lang ist. Und den möchte ich auch über nur freie Crowdfunding und andere vielleicht einzelne Spender sozusagen auf die Beine stellen, dieses Projekt. Und das ist das, an dem wir jetzt mit verschiedenen Drehteams, die gleichzeitig drehen, arbeiten. Mhm. Und genau. Den Prolog kann man übrigens schon sehen. Also der ist zum Teil ja auch schon durchs Netz gegangen. Aber wer jetzt sagt, oh, den Film muss ich mir unbedingt angucken, bei Nuoviso auf der Startseite, findet man den auch gleich. Ne? Weil sonst im Netz ist er auch schon relativ oft gelöscht worden. Klar, der war dann auch mal kurzzeitig auf YouTube. Dann hatten die da alle 2 Minuten Werbung reingesetzt, obwohl wir Werbung ausgeschaltet hatten. Ja? Und davon nicht irgendwie Geld bekommen hatten. Und dann aber trotzdem wurde er nach einer Woche oder so gelöscht. Ja. Also das ist unverständlich, weil jede Aussage in dem Film eigentlich belegt ist. Also und davon Desinformation zu sprechen, finde ich, find ich einen Hohn. Mhm. Ja. So, Uwe, du wolltest jetzt eine Brücke bauen zu Herrn Professor. Ja. Stimmt's? Ja, nee, ich habe mir das schon versucht zu analysieren. Ich hatte ja in Staatsbürgerkunde eine 1, wie du weißt. Und da habe ich mir so gedacht, ich kenne mich jetzt zwar nicht aus mit Geld, aber weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass außer Corona ja nichts mehr existiert scheinbar in diesem Lande. Und da habe ich so abstrahiert, also der Sachse würde sagen, es synapsiert in der Birne, dass vielleicht der Kapitalismus in der Krise ist und dass vielleicht sogar der Kapitalismus die Seuche ist. So, und da bin ich natürlich riesig froh, dass Max da ist. Ich will jetzt nicht sagen, Max, du hast das Schieben raus, weil das wäre ja völliger Schwachsinn. Es gibt aber ein Lied darüber. Aha. Und kenn ich nicht. Aus dem Bergmann? Nein. Muss mal lernen. Nein, meine Frage ist, wie gehst du mit dieser Krise um, beziehungsweise mit dem Kapitalismus? Und würdest du meine Meinung teilen, also was heißt nicht mal Meinung, meine Haltung, dass wir in einer Kapitalismus-Insolvenzverschleppung ja, leben? Ja, das sage ich ja seit 10 Jahren oder nee, seit 15 Jahren. Und eine Zeit lang konnte man mit dieser These auch in den großen Talkshows auftreten, weil ich galt ja als systemkritisch, wo ich ja Praktiker des Systems bin auch, also da auch mein Geld verdiene, würde jetzt zu weit führen, aber diese Kritik, die habe ich schon sehr lange geäußert. Und die Insolvenzverschleppung ist im Prinzip eingeleitet worden, 87 schon, mit Alan Greenspan, der da anfing, im Montagscrash, den ich an der Frankfurter Börse erlebt habe, das Geld drucken. Und dann ging das immer weiter, man hat immer eine Stufe draufgesetzt. Und jetzt sind wir halt, dann kamen Niedrigzinsen, dann kamen Negativzinsen. Jetzt sind wir in keynesianischen Maßnahmen, das heißt, die Staaten
Es ist nicht nur Geldpolitik, also man druckt Geld und hofft, dass das irgendwie seinen Weg findet, was ja vor allem die Reichen reicher gemacht hat, weil die Vermögenspreise gestiegen sind. Jetzt sind wir eben auch bei keynesianischen Maßnahmen, das heißt, es wird Geld ausgegeben, direkt staatlicherseits, das ist also die direkte Ankurbelung der Wirtschaft, auch das wird nicht mehr funktionieren. Das Problem ist, dass wir den Schalter rumlegen, vielleicht sogar zu einer zwangsgesteuerten Wirtschaft mit Kryptos und so weiter, und dass wir das mit den modernen Techniken ganz gut hinbekommen. Wir haben dann Millionen Arbeitslose, die bekommen Grundeinkommen, werden abhängiges Wahlvolk, wir haben immer weniger sinnvolle Jobs in der Mittelschicht. Und dass diese Systemtransformation, die könnte tatsächlich passieren. Und das ist das etwas Erschreckende. Also es muss nicht zu einem Crash kommen, sondern es wird versucht, der Schalter rumzulegen. Und das ist keine schöne Aussicht. Moment, aber was du jetzt sagst, eine Transformation der Gesellschaft, wir haben ja gelernt, in der Deutschen Demokratischen Republik, dass irgendwann der Kapitalismus, das nennt man zyklische Krise des Kapitals, es wird immer enger und irgendwann fliegt uns der Laden um die Ohren. Und dann gibt es einen Sozialismus. Ja, das hat der Lenin ja auch im Imperialismus, der höchsten Stufe des Kapitalismus, gesagt. Heute heißt es ja Globalismus. Sehr gut, da waren wir ja auch, sagen wir mal, 1900, 1910 war es ja diese Krisen, es war ruhig, oberflächlich, aber diese großen globalen Machtverschiebungen fanden ja statt und dann kam irgendwann ein großer Krieg. Und das haben wir jetzt in gewisser Form wieder. Hoffen wir, dass wir diesen Krieg vermeiden, weil wir die Machtverschiebungen, die damals zwischen England und USA und Japan und Deutschland waren, haben wir jetzt halt zwischen den USA und China. Mhm. Es gibt auch Bücher von angesehenen Politikwissenschaftlern drüber. Kommt Graham Allison von Harvard, der sagt, also ein Krieg ist nicht unmöglich. Also, und er sagt, wir müssen darüber denken, nachdenken, um überhaupt die Möglichkeit haben, ihn zu verhindern. Denn solche Sachen passieren natürlich dann manchmal auch, obwohl es diese zugrunde liegenden Ursachen gibt, per Zufall oder per Unfall. KI. Nur die Geschichte mit dem Sozialismus hinterher, die kann ich nicht in der Form teilen. Das ist halt dann ein idealisiertes Weltbild. Also dann fängt irgendwas wieder von vorne an, was Altes geht kaputt. Der Mensch hat eben, habe ich ja eben schon mal darauf angespielt, der Mensch hat eben beides in sich. Also es wird immer bessere und schlechtere Zeiten geben. Und das scheint so zu sein, seitdem es die Menschheit gibt. Und die Zeit im Moment, die ist spannend und auch sehr gefährlich und auch sehr unschön in vielen Begleitaspekten. Ich habe mal, also du meinst, es wird in einer anderen Form mit dem Kapitalismus weitergehen, aber wenn so viel angesammelt ist, also immer wissen wir, die Regale des Kriegsgerätes sind voll. Ja, die Amis haben 4 Jahre lang keinen Krieg. Das ist die größere Sorge. Unter Trump und der militärisch-industrielle Komplex braucht Kriege, sonst könnte er gar nicht funktionieren. Ja. 1000% Profit, ich sage immer, wenn die irgendwann feststellen würden, dass man mit Nachttöpfen Profit machen würde, würden die uns zuscheißen mit Nachttöpfen. So, jetzt haben wir diese scheiß Waffen. Mhm. Ja, wohin mit dem Zeug? Ja. Also in der Tat, die Gefahr ist riesig. Aber was das Gesellschaftssystem angeht, also es muss ja nicht der Crash kommen, sondern ich kann ja auch Geldmengen, also wir haben Geldüberhang, es muss Geld vernichtet werden. Ich kann das ja auch per Dekret machen, zum Beispiel Abwicklungsrichtlinie für Banken der Europäischen Union. Das heißt, ich belege Sondersteuern oder ich sage, bitte, diese Bank bedient nur 10% Quotal ihrer Schulden. Sowas kann ich auch verordnen. Ich kann ja quasi, das staatlicherseits könnte ich ja so eine Sanierung durchführen. Die Frage ist dann, wer nachher davon profitiert, wer nicht profitiert. Und was ganz klar ist, und was ich im letzten Buch, vorletzten Buch, Weltsystemcrash auf 2 Kapiteln ausführe, ist, dass die Mittelschicht eben in den USA seit den 70er Jahren und in Deutschland seit den 90er Jahren, spätestens seit den 2000er Jahren, gedeckelt, gedrückt wird, mehrfach. Also ich könnte 4, 5 Beispiele aufzählen oder Richtungen, aus der das passiert. Die Niedrigzinsen sind nur ein Beispiel, denn die Reichen, die haben keine Kontoguthaben. Die nehmen sich billig Kredite auf und kaufen damit Unternehmen, Immobilien und Kunst und so weiter. Also Kontoguthaben ist ein typisches Merkmal der Mittelschicht. Das ist das eine. Dann
Also ich müsste es eher schlecht haben heißen. Ja, kann man sagen. Kann man sagen. Also die beste Möglichkeit, Geld zu vernichten, ist, ein hohes Kontoguthaben zu haben. Das geht dann zwar schleichend, aber es geht. Dieses Schleichende kriegt man ja schon mit. Ne? Ich habe also diese kalte Enteignung, oder wie man das nennt. Ne? Ja. Also ich habe jetzt irgendwie gestern eine Liste gesehen, wie Handwerksgeschichten teurer geworden sind. Ja. Also alleine schon Werkzeug und auch die Handwerksleistungen, die sind um ein Vielfaches an Prozent gestiegen. Das ist ja schon, weil ich mich auch frage, ja gut, Enteignung, hahaha. Aber doch, das ist halt diese leise Geschichte von hintenrum, auch der Dieselskandal und alles sowas, das sind doch so die Vorstufen. Und das nächste davon, kommt, oder? Dann kaufen sich die Leutchen ein Eigenheim, ein neues im Grünen. Mhm. Da hast du wenigstens was, das gehört aber dann nicht Ihnen, sondern größtenteils der Bank. Die Baupreise sind gestiegen, da sind sie wieder am Schlawittchen, weil auch bei Immobilien sind die Preise massiv gestiegen. Also es ist nicht einfach, also es geht tatsächlich massiv auf die Mittelschicht. Da ist eine ganz gute Quelle übrigens gelegentlich die Bild, die dann doch diese Themen aufgreift, schleichende Inflation und so weiter. Das interessiert ja auch breite Bevölkerungsschichten. Also, da werden die Packungen kleiner. Ein Beispiel noch, die Statistik misst im Warenkorb, im harmonisierten Verbraucherpreisindex unseren Warenkorb und wie der steigt von den Preisen. Okay, der Fernseher mag nicht so steigen oder die Unterhaltungselektronik, aber die Gewichtungen. Mieten sind im Verbraucherpreisindex mit 6,5% angegeben. Nee, das stimmt ja nicht. Und in München ist es so, dass die durchschnittliche Miete mehr als 50% des durchschnittlichen Einkommens frisst. Das heißt, es wird runtermanipuliert. Dann werden sogenannte Qualitätsverbesserungen werden hypothetisch eingebaut. Also wenn mein Handy oder mein Smartphone einen höheren Speicherplatz hat, dann wirkt sich das preismindernd aus, wenn ich für dasselbe Geld mehr Speicher bekomme. Andererseits Qualitätsverschlechterungen, wenn ich in der Hotline hänge, wenn die Firmen ihren Service abbauen. Also das wirkt sich nicht aus. Also ich habe schon vor 10 Jahren gesagt, wir haben nicht 2% Inflation, wir haben 4 oder 5. Mhm. Jetzt würde ich eher sagen 6 oder 7. Und dann halbiert sich zumindest so schon mal die Kaufkraft alle 10 Jahre, alle 8 bis 10 Jahre. Also wir haben richtig Inflation und es wird versteckt. Und das durfte ich übrigens vor Jahren noch im Öffentlich-Rechtlichen sagen. Aber die Grenzen sind da enger geworden. Jetzt dürfen Sie es bei uns. Das freut mich. Aber ich frag mich natürlich dann auch immer, wer legt fest, das ist sagbar, das geht nicht mehr. Es ist doch letzten Endes eine Clique von ganz wenigen Leuten, die Gedankenfreiheit versuchen zu kontrollieren. Oder spinne ich jetzt? Zu viele sind das doch nicht. Naja, aber sagen wir mal so, es gibt ein paar Leute oder Netzwerke, die eine grobe Richtung vielleicht sich mal als Szenario, gar nicht als das muss jetzt gemacht werden, sondern so könnte es ja laufen. Mhm. Das entsteht dann in Thinktanks, in vielleicht auch im Weltwirtschaftsforum, da gibt es dann mal eine Richtung. Das könnte das neue Thema sein. Ich war in einer dieser exklusiven, sagen wir mal, geheimen oder wie auch immer, nicht so öffentlichen Organisationen vor 20 Jahren mal in Washington. Das war gerade als Bush frisch gewählt war. Und da gab es in jedem Forum gab's die Frage, ich sage den Namen jetzt nicht, aber was hält die NATO zusammen? Wo sind die neuen Bedrohungen? Dann kam Terrorismus in Nordafrika. Man kann sowas ja auch herbeireden. Aber es werden halt die großen Themen gesetzt. Und dann haben wir ja Tausende, auch von unseren Gebühren finanziert und so weiter, die sich dann überlegen, wie könnte ich das verfeinern und umsetzen, die dann quasi hinterherlaufen. Transatlantiker zum Beispiel. Zum Beispiel. Mhm. Ist Annalena Baerbock eigentlich bei den Transatlantikern? Ja, ist schon. Massiv, ja. Die wird ja vom... Ach, sie ist, ich dachte, ja, man muss klug sein. Nein, sie ist, dass sie nicht klug ist, sieht jeder, der mal 10 Minuten ungeschnittene Footage von ihr sieht, wenn ich das auf Englisch so sagen darf. Ich habe gestern noch getwittert, habe böse Kommentare gekriegt, wer grün wählt, wählt den Krieg. Mhm. Habe das auch als Hashtag reingesetzt. Das hast Annalena, du abgeschrieben. Oh, man darf auch mal klauen. Das darf man auch mal, finde ich, ist legitim. Absolut. Aber nein, sie ist Stipendiatin oder Young Leader des Weltwirtschaftsforums und wird da natürlich, sagen wir mal, da gibt es dann besondere Programme, da, man wird ja nicht, das musst du jetzt sagen, aber wird natürlich dann quasi, wird eine Ideenwelt aufgebaut. Könnte es dann nicht sein, dass man nur Bundeskanzler wird, wenn, oder Bundeskanzlerin muss man in dem Fall, es ist ja weiblich, da darf man das sagen,
wenn das die Vereinigten Staaten von Amerika befürworten? Sie haben ja schon. Ich meine, ich bin ja Amerikaner, ich kenne dort die Eliten. Ich habe dort fast 10 Jahre gelebt. Die haben natürlich schon einen starken Einfluss. Wir haben es gesehen als Sigmar Gabriel, der ab und zu durchaus Geistesblitze hat. Ja. Als er Saudi-Arabien zu sehr kritisierte. Ja. Und da musste er zurücktreten. Und dann kam aus dem Nichts dieser Herr Maas. So, und der hat sich aber vorher beim Transatlantic Council in Washington vorgestellt. Und irgendwie fand man das wohl gut und dachte, mit dem können wir leben. Mhm. Sehr schön. Bei Ihnen habe ich mich gefragt, Sie haben ja Politik studiert. Du, wart ihr nicht auch bei mir? Wir sind beim Sie, ach, mit anderen bei du. Oh. Herrlich, also eine schöne Sendung. Bring mich doch nicht immer raus. Entschuldigung, so konzentrieren. So, ich habe mich bei Ihnen gefragt, Sie haben Politik, Ökonomie, Sie haben eigentlich das ganze Wissen, ne, und auch die Reife. Warum gehen Sie nicht in die Politik? Wer weiß. Aber sagen wir mal so, ich habe natürlich sämtliche Nachteile und ich habe sie freiwillig und sehenden Auges in Kauf genommen, als ich vor 4 Jahren angefangen habe, den Mund wirklich aufzumachen. Vorher habe ich auch schon das Finanzsystem kritisiert. Ich habe nicht alles gesagt, was ich gedacht habe, tue ich immer noch nicht. Aber ich bin doch sehr, sehr deutlich geworden. Und sagen wir mal so, als Bundestagsabgeordneter, das Schmerzensgeld, also die Schmerzen sind sehr groß. Das Geld ist für den einen oder anderen vielleicht auch sehr groß. Bei mir ist das eher relativ. Aber so habe ich mehr Freiheit. Ich sehe mich als Aktivist. Und da kann ich schon meine Formate in gewisser Weise gestalten. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja doch noch irgendwie was da passiert. Schauen wir mal. Aber denken wir mal mit Hans-Georg Maaßen, den ich sehr, sehr schätze, als sehr geradlinigen Menschen, der wird sich jetzt gerade versuchen, in Thüringen für die CDU auf den Listenplatz zu kommen. Das Establishment rebelliert gegen ihn. Schauen wir mal, wie es geht. Diesen Weg habe ich nicht gewählt, weil... Du möchtest also gerufen werden, habe ich jetzt verstanden. Na, ich möchte auch nicht in den Bundestag. Das ist... Nee, aber das eine ist ja eben von unten, ne, dass man Dippel-Dappel-Dur. Aber wenn es jetzt hier mal zum Crash kommt, sag mal vielleicht auch zum politischen, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass das Volk, und es gibt ja trotz alledem, auch wenn man das versucht auszureden, das deutsche Volk, dass das Volk ruft. Und wenn das Volk rufen würde, würdest du... Das ist zu viel des Guten. Nein, nein. Also so sehr möchte ich mich nicht da überschätzen. Aber so kann ich meine Formate entwickeln. Ich kann politisch wirken. Zumindest denke ich das. Das andere ist mir im Moment, ich glaube, da wären meine Energien nicht so richtig eingesetzt. Während jemand wie Hans-Georg Maaßen, der sich nicht ganz so angreifbar gemacht hat wie ich, der kann vielleicht was bewegen. Mhm. Darf ich an der Stelle noch hinweisen, liebe Katrin, weil mich interessiert natürlich auch Finanzen, also haben und soll haben. Ja. Aber was mich natürlich auch fasziniert hat, wir durften schon mal in einer kleineren Runde sprechen. Der Max Otte hat ein sehr schönes Buch geschrieben, und zwar ein sehr persönliches, was mich unheimlich beeindruckt. Und das möchte ich ja noch mal nicht nur lobend erwähnen, sondern dringend empfehlen, es käuflich zu erwerben, Auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland. Wer nichts anzufangen weiß mit dem Begriff, Stefan Zweig für heute. So, also wenn Sie es jetzt noch nicht gekauft haben, haben Sie umsonst gelebt. Es war ein Buch, was ich tatsächlich für wenige geschrieben habe, also wo es darum geht, wie hat sich unsere Kultur verändert. Nicht alles wird besser, nicht alles wird schlechter, aber ich finde schon, wir haben viel verloren. Ist eingebunden in Teil 1 meiner Memoiren sozusagen, also meine Jugenderinnerung, was hat mich geprägt, auch was ist heute. Und es war zweckfrei, und wenn es jemandem gefällt, umso besser. Mhm. Und sehr schönes. Ja. Ja, also gut, wir lassen uns überraschen, was politisch von Ihnen noch kommt. Aber Juliane ist ja schon seit einem Jahr auf der Straße und macht sich stark. Wir haben es vorhin schon ganz kurz nur angeschnitten. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen über die Initiativen, die du machst. Ja, das waren zum Beispiel Kinder. Genau, für alle Kinder. Ja. Und was auch ganz spannend ist, es gibt eine Studie, die du gerade gemacht hast mit dem Professor Hocker zusammen, über diesen CO2-Gehalt in diesen Masken bei Kindern. Mhm. Vielleicht können wir das einfach jetzt ganz aktuell mal auch zum Besten geben. Genau, dann fange ich gleich mal mit der Studie an. Also, weil Professor Hockerts und ich sind Nachbarn im Grunde. Also das sind Nachbargemeinden. Und wir sind durch irgendeine Telegram-Gruppe aufeinander aufmerksam geworden. Und diese Studie sollte schon durchgeführt werden, einfach mit etwa 50 Kindern.
an einer Schule und dann an einer anderen Schule. Und das war alles abgeklärt mit den Ärzten, mit einem Ingenieur, mit der Schulleitung, mit dem Land, mit allem. Und dann zwei Tage vor Durchführung wurde diese Studie gestoppt. Also die Wissenschaftler standen eigentlich an dem Punkt, so, uns fehlen die Kinder, wir können die nicht durchführen. Und das erzählte er mir in einem Telefonat. Und dann sagte ich, das ist aber eigentlich ganz gut. Also ich bin kein Wissenschaftler, aber ich habe natürlich viele Kinder und viele Eltern um mich herum. Und ich könnte das versuchen, einfach in der Gemeinde oder im Landkreis 50 Kinder zu organisieren in diesem Alter und dass wir die Studie durchführen können. Also ganz unkonventionell sind wir vorgegangen. Und das, finde ich, ist nämlich auch Corona. Eben plötzlich habe ich mit einem Superwissenschaftler zu tun, er mit mir. Also, und wir haben eine Gemeinsamkeit und haben das letztlich aus dem Boden gestampft. Also das ist einfach eine ganz schöne Erfahrung gewesen. Jetzt im April durfte diese Studie durchgeführt werden, die erstmal im Januar gestoppt worden ist, obwohl auch kurz vor der Durchführung, weil die Ethikkommission Bedenken eingelegt hat. Also da mussten wir erstmal eine Pause machen. Es ging um die CO2-Messung in der Atemluft hinter der Maske bei Kindern. Das ist ja schon ein Kabarett an sich. Genau, das war nämlich auch Kabarett an sich, weil die ganzen Kinder mit den Masken stundenlang in der Schule sitzen. Mhm. Da nichts mit Ethikkommission, Arbeitsschutz. Es gibt ja alles, was man zitieren kann, was viele Eltern verzweifelt schon irgendwie in die Waagschale werfen. Da nimmt keiner Rücksicht. Aber wenn man das messen will, nicht invasiv, dann darf man das nicht. Also das war schon grotesk, aber ja, das ist halt diese Zeit. Jetzt Anfang April hat es stattgefunden und ich habe gerade heute Morgen gesehen, die ersten Ergebnisse sind so intern da und die sind einfach eklatant. Es braucht wirklich nicht sehr viele Atemzüge unter der OP-Maske und wir haben auch unter FFP2-Maske gemessen, dass dieser CO2-Wert eben einfach sehr stark ansteigt und der Körper hat diese Toleranz nicht. Also da ist bewirkt das? Darf man das sagen? Ja, also eben, ne, ich bin keine Wissenschaftlerin, aber also das Gehirn ist als erstes betroffen unter dieser, das ist eine Vergiftung, die stattfindet. Mhm. Also bei Sauerstoff hat der Körper eine größere Toleranz, den kann er länger ausgleichen, wenn da mal der Sauerstoff weniger wird. Und bei CO2 ist das ganz minimal. Und es bewirkt unter anderem zum Beispiel, was ich auch natürlich nicht wusste, dass es gibt viele Studien, also Tierversuchsstudien an Ratten, CO2-Messungen, wo zum Beispiel schwangere Ratten, Rettinnen, wie auch immer, weibliche Ratten, das wäre jetzt was für die Grünen. Die Rätinnen, ja, ja. Die Rätinnen. Die wurden, wurde nach und nach CO2 eben erhöht. Die Fehlgeburtsrate ist signifikant gestiegen und auch die Missbildung an den neugeborenen Ratten. Ebenso interessant, es gibt auch bei Menschen, also bei Chirurginnen, gibt es Ergebnisse, dass auch da die Fehlgeburtsraten höher sind, weil sie einfach Maske tragen, mehr als ein anderer Mensch. Und auch dort sind die Missbildungen höher. Also wie gesagt, das muss man jetzt bei einem Wissenschaftler genauer nachgucken. Ich zitiere das quasi nur. Dann auch Tierversuche, dass Ratten etwas beigebracht wurde, also dass sie etwas Neues gelernt haben, irgendeinen Ablauf, eine Konditionierung. Und dann wurden sie, nachdem sie diesen neuen Ablauf beherrscht haben, wurden sie oder der CO2-Wert erhöht. Und ab einer bestimmten kritischen Marke, die recht schnell erreicht ist, haben sie einen Totalausfall. Das heißt, sie mussten das Ganze komplett neu lernen. Wenn wir das jetzt auf unsere Kinder übertragen in der Schule, ist das einfach dramatisch. Und da sind die psychosozialen, emotionalen Aspekte noch gar nicht erwähnt, sondern das ist wirklich Gesundheit, das ist Leben, das geht einfach extrem tief. Das Gehirn wird einfach geschädigt dadurch. Und Lernen unter Maske bringt einfach nichts. Und das ist ein totales Verbrechen. Also, ja. Wie reagieren denn die Kinder selber drauf? Also ich höre auch immer wieder Eltern, die sagen, ja, aber die Kinder machen das ganz brav und die haben da gar nicht, die finden das gar nicht so schlimm und das ist ja ziemlich cool und so. Also wie reagieren denn Kinder?
Das haben Sie, hast du auch gefilmt mit in deinem Film, wo Kinder vor der Kamera sich äußern, in der Kinderstadt, wo du warst. Ja, das war mein Co-Regisseur Bert Egartner, das war in Wien. Und ja, tatsächlich, glaube ich, gefällt das keinem Kind. Also ich habe jetzt noch keinen getroffen. Also ich habe ja auch Kinder, die sagen würden, ja, ich habe lieber eine Maske auf als keine. Ich glaube, das ist so selbstverständlich, dass man das fast nicht recherchieren muss. Natürlich gibt es eben pflichtbewusste Kinder und es gibt andere, die sind weniger pflichtbewusst. Ich glaube, da unterscheidet sich das dann eher. Du hast selber auch Kinder. Wie gehen deine damit um? Das ist eine gute Frage. Also wir als Eltern sind da natürlich, ich finde das toll, Juliane, ich muss da gerade drüber nachdenken, was du gesagt hast. Das meinte ich auch mit diesem Mikrokosmos, Makrokosmos, eben tatsächlich die Dinge voranzubringen, die man tun kann. Mhm. Und sowas zu tun ist einfach extrem wertvoll. Ja. Ja, und es ist viel wertvoller, als irgendwie zu versuchen, das große Ganze zu verändern, sondern da zu wirken und da eben auch wirklich diese Arbeit zu machen, die Wissenschaft gerade nicht macht. Mhm. Ja, das finde ich großartig und da danke ich dir wirklich. Also das berührt mich. Ja, wie geht es meinen Kindern damit? Also mein großer Sohn hat seit einem halben Jahr gar keinen Präsenzunterricht mehr. Der hat also ausschließlich Homeschooling. Und wenn er zu seinen Freunden fährt, also er hat eine Maskenbefreiung, weil er tatsächlich auch Probleme mit dem Atmen relativ schnell bekommt. Also er sagt aber, wenn er jetzt Bus fährt zu seinem Freund, kriegt er das so ganz gut hin. Also und da habe ich auch wirklich jetzt das Gefühl, muss ich sagen, dass das jetzt ihm nicht schadet. Also immer in dem Augenblick, wo ich das Gefühl habe, meinem Kind schadet etwas, bekomme ich das mit, weil ich zu meinen Kindern eine sehr enge Bindung habe und weil ich sie sehe und weil ich sie jeden Tag wahrnehme und da auch Antennen dafür habe. Und das glaube ich ihm, der ist 13 Jahre alt und der sagt halt irgendwie, bevor ich da jetzt im Bus ständig angemault werde, ich finde es nicht toll, dass ich es tragen muss, aber es geht irgendwie so. Ja. Der Kleine ist natürlich davon total genervt und hat aber auch der nur zweimal die Woche Unterricht. Und von daher haben wir eine Lehrerin, die das, ich sage mal, sehr großzügig handhabt. So dass wir auch da das Gefühl haben, er leidet im Moment nicht wirklich darunter. Aber es ist trotzdem etwas, also ich merke, dass da kommt dann in mir auch irgendwie so der Revoluzzer durch, dass ich denke, es darf, und ich meine, ich bin gelernter Journalist. Ich habe du hast es, glaube ich, gesagt in deiner Anmoderation, vor 30 Jahren ein Volontariat gemacht. Ich habe für Tageszeitungen geschrieben. Und ich finde es unglaublich, und da schäme ich mich fast für meine Kolleginnen und Kollegen, die nicht bereit sind, das in den Medien zu publizieren, die dafür da sind, um die Masse zu erreichen. Das finde ich beklemmend. Ich finde es unfassbar, dass immer noch mit diesem Taschenspielertrick auch gearbeitet wird, nach dem Motto, wenn du irgendwie da bist, dann bist du links oder rechts oder oben oder unten oder was auch immer, dass das auch funktioniert und dass die anderen, das hast du ja auch so schön eben gesagt, so irgendwie, dass dann sogar jemand anruft, bei deinem Co-Produzenten war es, glaube ich, und irgendwie sagt, der Robert ist irgendwie Antisemit. Also das ist unfassbar, dass man tatsächlich sich nicht die Sache anschaut, dass man nicht über die Sache berichtet und wirklich gut recherchiert, sondern nur, dass man nur über denjenigen, über den man irgendwas gehört hat, berichtet, weil es in die eigene Erzählung reinpasst. Mhm. Und ich finde, Journalistinnen und Journalisten haben eine Verantwortung und dass sie dieser Verantwortung nicht gerecht werden. Und uns, die wir in den alternativen Medien arbeiten und versuchen, diesen Ausgleich zu bringen, uns in die Schuhe schieben wollen, wir seien irgendwie rechts. Ja, das, also, boah, da komme ich nur wieder auf meine spirituelle Ebene und sage aus dieser spirituellen Ebene, aus der Vogelperspektive, das ist dann immer das, was mich rettet, brauchen wir diese Krise wohl, diese globale Krise, damit die Dinge, die vorher auch nicht gut waren, weil machen wir uns mal nichts vor, Corona bringt auch gerade alles das und das Brennglas, was vorher nicht gut gelaufen ist, ja, brauchen wir wohl diese Krise, um zu verstehen, dass wir so eh nicht hätten weitermachen können. Und damit kann ich mich dann immer wieder beruhigen.
reden. Ja, wenn ich Textilindustrie ist zum Beispiel, wenn wir jetzt über Kinder reden, ein gutes Beispiel. Kinderarbeit in der Textilindustrie weltweit, auch wenn große Konzerne behaupten, wir arbeiten nicht mit Kinderarbeit, das mag sein, dass sie sich dann von dem Lieferanten das bestätigen lassen, aber da gibt es ja nun auch genügend Dokumente, Reportagen, wie Kinder ausgenutzt werden. Ja? Und wir alle haben das Zeug gekauft. Also wir haben da auch einen Anteil daran. Wir haben da eine Mitverantwortung und die müssen wir erkennen. Und dass jetzt unsere Kinder betroffen sind, das ist meine Hoffnung, führt vielleicht auch mal dazu, dass wir auch global die Kinder sehen und dass wir global zu dem Gedanken kommen, in so einer Welt wollen wir nicht leben. Wir wollen eine andere Welt. Und wir gehen jetzt in die Verantwortung und wir machen das, was jeder Einzelne in seinem Bereich machen kann. Und wir sitzen nicht da, denken, wenn wir alle 4 Jahre irgendwo ein Kreuz machen, dann wird es schon irgendwie so weitergehen. Glaub ich, weil du das gerade gesagt hast, mit den Wahlen, das Kreuz machen, interessiert mich auch persönlich. Glaubt ihr, dass die Wahlen fair laufen? Also hier in der Bundesrepublik, nach dem, was wir jetzt erlebt haben in den Vereinigten Staaten und anderswo. Also ihr sollt jetzt nicht sagen, ich glaube nicht. Aber ist es nicht irre, dass man 30 Jahre nach dem Zusammenbruch des Sozialismus in der real existierenden Deutschen Demokratischen Republik feststellt, also es wird immer ähnlicher. Also ich habe den Eindruck, wir sind im August 89. Wie geht's euch? Ja, ja. Wenn es mal so wäre, wäre ja schön, dann wäre es ja absehbar. Wäre gewesen? Also das wäre doch eine Antwort für Sie, ne? Also ich habe vor 6 Jahren war das jetzt bei deinem Kollegen Markus Barwasser, Jas Pelzig, mich da gefragt, vor Publikum, wie beschädigt ist die Demokratie? Da habe ich gesagt, 90% beschädigt. Das war natürlich übertrieben. Keine Frage. Wie vielen Jahren? Vor 6 Jahren. Stimmt, und du konntest sagen, 90% beschädigt. Das war ein Knaller. Also, ja, aber ich hätte damals schon gesagt, 50%. Heute würde ich sagen, 70%, 75%. Und wer weiß, was da alles läuft. Zur US-Wahl darf man sich ja nicht mehr äußern auf YouTube. Dann wird es gelöscht, genau wie Corona. Das hat auch die Chefin von YouTube gesagt. Da können wir hier nicht drüber sprechen. Das gehört zum verbotenen Bereich. Muss ich widersprechen, lieber Max? Gut, bei mir steht dann drüben Dauersatire-Sendung. Und ich sage, dass die Wahlmaschinen das immer angleichen, wie es gebraucht wird. Und das, bis jetzt ist es noch öffentlich. Also ich glaube zumindest, dass die erste Wahl von Trump, man mag von dem halten, was man will, ein Unfall war für das System. Also das hatte keiner, weil da Social Media, also es hat jetzt eine Weile gedauert, Social Media und auch wir unabhängigen Medienmacher, das kam hoch. Wir sind alle mit unglaublichem Engagement, mit relativ geringen Mitteln im Vergleich zu dem, was das Establishment aufbietet. Aber jetzt werden die Daumenschrauben extrem gedreht. Also die Wahl selber, ob das dann läuft. Aber die Vorfeldbeeinflussung, die eine Seite wird hochgeschrieben, die andere runter. Also wie riesig lag doch Joe Biden vorne in der Berichterstattung. Und auf einmal war es so knapp. Und das alleine beeinflusst ja schon massiv. Also und über Nacht wurden die Stimmen dann angeglichen für Joe Biden, wo er in den Zwingerstaaten nach vorne jetzt sind wir schon in ganz gefährlichem Terrain. Nee, das habe ich ja selber gesehen im Fernsehen. Ich habe es auch gesehen, aber sagen darf man es ja trotzdem. Ja, wir haben es ja beide gesehen. Ich kann doch sagen, was ich gesehen habe. Und zwar ja im Fernsehapparat. Auch heutzutage? Ja. Entschuldigung, wenn ich da einmal einhake. Du kannst auch zweimal. Nein. Aber das ist genau das, ich glaube, das ist natürlich spannend, darüber zu sprechen. Und das muss auch möglich sein. Ich finde, in einer Demokratie muss das möglich sein. Wenn wir eine Demokratie haben, dann muss es möglich sein, auch über die größte Verschwörungstheorie zu sprechen. Und auch das, was andere für absoluten Spinnkram halten, muss man besprechen können, ohne dafür ausgegrenzt oder in irgendeine Ecke geschoben zu werden. Aber, und das ist für mich der Punkt, ich glaube, dass uns eben das darüber nachdenken, ob sozusagen irgendwann mal jetzt im September oder wann auch immer etwas nicht so laufen könnte, gefälscht wird, wie auch immer, eben wieder ablenkt von dem, worum es für jeden Einzelnen geht, nämlich das zu tun, was zum Beispiel Juliane getan hat oder was Robert getan hat oder was Herr Professor Otte macht oder was wir alle gerade machen. Also sprich, wir verlieren Energie an etwas, was wir nicht verändern können. Weil das, wenn die nicht das geplant haben. Lieber Jens, das glaube ich nicht, dass wir nichts verändern können, weil es hängt ja alles mit allem zusammen. Weil nehmen wir mal an. Denn wir können das Große nicht verändern. Wir können verändern, aber wir können das sozusagen, ob die Wahl manipuliert werden soll oder nicht,
Wie denkst du, dass wir das verändern können? Naja, erstmal stelle ich überhaupt die Frage. Es sind ja mehrere Fragen in einem. Und ich glaube, in dem Moment, was wir ja alle erleben, wie die Presse die Grünen hochschreibt, wie sie bearbeiten und wie toll und was weiß ich, also der Traum wird wahr und du siehst das ja so. Und Frau, wie heißt sie? Frau Baerbock. Nee, die meine ich nicht. Die bei ProSieben, wo sie gefragt wurde, Bauerfeind, die schon zuklatscht, wo du denkst, was passiert hier? So, aber wenn jetzt die Wahlen gewonnen würden von den Grünen, sage ich jetzt mal, und die, egal wenn sie sich mit ins Boot holen, dann leben wir in einer anderen Republik. Mhm. Und dann hat das schon Einfluss auf uns alle. Und meine Frage dahinter ist, also Tucholsky hat gesagt, würden Wahlen etwas ändern, sie wären längst verboten. Und da kannte der noch keine Rechenmaschinen. Also, und das Wort Verschwörungstheorie soll ja sofort ablenken und sagen, ist ja Spinne, kann ja gar nicht sein. Was, wenn die Verschwörung, es gibt, oder anders, ich sage immer, es gibt keine Verschwörungstheorien, es gibt nur Verschwörungen. Und die Frage ist doch, was steckt dahinter? Bestimmte Dinge sollen nicht sichtbar gemacht werden. Hm. Nämlich, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Und insofern hängt das schon miteinander zusammen. Und manchmal, ich sage das jetzt mal, müssen vielleicht auch die Guten einmal richtig böse werden, damit es wieder gut wird. Mhm. Aber ich bin eigentlich mehr beim Jens, der sagt, es raubt uns extrem viel Energie. Und ich merke es ja an mir selber oder auch an meinem Umfeld, man ist manchmal echt platt. Ja. Und dann brauche ich wieder Stunden im Wald oder im Garten, bis ich wieder in meiner Mitte bin. Oder eben mal Menschen treffen. Ich habe das jetzt Menschen gerade gemerkt. Heute. Ich eschubiviere mich ja und auch. Ich denke, es gibt eben noch andere Wege, um vielleicht was auf den Weg zu bringen. Ich glaube, dass das nicht falsch verstanden wird. Also ich mache das ja auch. Mhm. Also ich bin ja, nochmal, also ich rege mich täglich immer wieder auf. Mhm. Ich merke einfach nur oder stelle mir bei jedem Aufregen immer die Frage, kann ich das gerade ändern? Mhm. Wenn ich Ja beantworte, dann ändere ich es. Wenn ich Nein beantworte, versuche ich da rauszugehen, weil es mir Energie raubt. Das ist so das, was ich meinte. Es gibt auch so zwei Aspekte dabei. Einmal, es geht ja nicht darum, können wir die Wahl in den USA verändern, sondern es geht darum, ob wir, welchen Einfluss wir auf die öffentliche Meinung hier haben. Mhm. Weil letztendlich ist die viel mächtiger als selbst die Wahl. Ja, und das sieht man ja daran, wie viel Energie da reingesetzt wird, dass die öffentliche Meinung so oder so ist. Mhm. Logisch, weil wenn die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer, gibt es ja ein Problem, wenn eine Wirtschaftskrise ist. Man müsste eigentlich die Reichen zur Kasse bitten. Ja, und das zweite Problem ist, aus Sicht der Reichen, die sind wenige und die anderen sind viele. Und die Macht, die hat ja nur die Person gegen Geld, wenn man sie auch gibt gegen Geld, ne? Wie ich nicht der Erste bin, der es sagt. Und man hat eben da so eine ganz, ganz offensichtliche Schieflage. Und dann gibt es natürlich die offensichtliche Verschleierung, dass man andere Themen in den Vordergrund setzt, meinetwegen Gleichheit von Frau und Mann, oder Gleichheit der verschiedenen Herkunftsgruppen und so weiter. Alles wichtige und gute Themen. Aber wenn man dann den vollen Fokus darauf setzt, dann hat man vielleicht das Hauptmanko, das Hauptproblem unserer Gesellschaft nicht im Fokus. Nämlich diese Schere zwischen Reich und Arm. Und jetzt zu dem Punkt, muss man da nicht Stopp sagen? Muss man da nicht auch mal gewaltvoll Stopp sagen, also ob es jetzt verbale Gewalt ist oder medial oder ich meine das jetzt auch im übertragenen Sinne. Ich glaube, da gibt es eben das wirklich ein Problem. Viele sehr kluge Leute wissen, dass das Wichtigste im Leben Beziehungen sind, dass man ruhig entspannt sein kann, dass man glücklich sein kann, auch wenn man nicht so viel Geld hat. Ja. Und haben sozusagen, stehen so ein bisschen über dieser Jagd nach Macht und Einfluss. Und wenn man da so drüber steht, denkt man, ich spiele da gar nicht mit. Aber wenn dann ihr Platz genommen wird durch Leute, die vielleicht viel primitiver sind, die einfach so eine Art Machtdurchsetzungseinstellung haben, dann können sozusagen die Klügeren von den Dümmeren verdrängt werden. Mhm. Und das ist dann vielleicht auch dumm als Situation, weil eigentlich wäre viel besser, wenn die Klügeren an der Macht wären. So. Und wenn man dann sieht, und da muss man, glaube ich, so einen Entwicklungsschritt dann auch gehen und sagen, nein, nein, damit wir entspannt sind, müssen wir auch sagen, stopp. Dann haben wir unseren Raum. Dann lässt man sich den Raum nicht wegnehmen. Und viele kluge Menschen, viele Medienschaffende, viele Künstler, viele
Intellektuelle in Deutschland sind viel zu pazifistisch, in Anführungsstrichen, um den Frieden zu sichern. Ja, sondern lassen sich vereinen eben von so feudal denkenden Menschen oder Gruppen. Und das ist, es gibt also eine mangelnde Wehrhaftigkeit, vor allen Dingen intellektuell. Ich glaube, der moderne Krieg ist sowieso ein Krieg der Informationen. Ja, also man kann diesen Krieg nicht mit Waffen führen und erst recht nicht gewinnen. Also aus meiner Sicht geht es darum, ja, es ist gewaltvoll, aber die Hauptgewalt ist in den Köpfen der Menschen. Es geht um die öffentliche Meinung. Und da haben deswegen die Medienschaffenden eine besondere Verantwortung, aber nicht nur die. Alle, die denken und kommunizieren, sind in der Verantwortung. Das heißt ja, also für mich, wir bräuchten mehr clevere und kluge Menschen in der Politik. Haben wir das? Wenn ich mal an meinen Mitstreiter Markus Krall denke, der ja gern von der Negativauslese spricht, also es ist ja eine Karriere, wenn ich mit 14, 15, und ich habe das vor 10 Jahren schon gesagt, auch hier in Leipzig bei einer Buchhandlung, das Publikum war sehr wissend irgendwie. Ich habe gesagt, Apparatschik Ost und Apparatschik West tut sich nicht viel. Und das war vor mehr als 10 Jahren hier. Und da kamen einige Smiles aus dem Publikum, also das wissendes Lächeln oder wie auch immer. Also wir haben... Klugheit alleine ist es nicht, es ist Rückgrat. Weil, jetzt zitiere ich mal den Investor Warren Buffett, der sagt, man braucht Intelligenz, Ehrgeiz und Integrität. Ja. Also auch als Investor. Und wenn man das Dritte nicht hat, bringt einen das Erste und das Zweite um. Intelligenz alleine ist es nicht, aber dieser politische Ausleseprozess ist halt eine sehr lange planbare Laufbahn. Man kann da mit 14, 15 einsteigen, sozialisiert sich, wird abgeschliffen. In meinen ersten großen Talkshows bin ich zum Teil diesen bei Spitzenpolitikern seit Jahrzehnten eingeübten rhetorischen Mustern, das ist ja denen zur Persönlichkeit geworden, bin ich auf den Leim gegangen. Zum Teil könnte ich einiges erzählen. Es ist ja auch dann sehr überzeugend, wenn man das mehrere Jahrzehnte trainiert hat. Aber wir haben also natürlich eine Auslese, die Anpassung fördert. Das sieht man ja auch jetzt beim Infektionsschutzgesetz, dass also auch viele Abgeordnete mitgestimmt haben. Das ist so, also das ist schon erschreckend. Ich meine, irgendwann verliert man vielleicht einen Ausschussvorsitz, hat weniger Geld. Ich meine, das ist ja wirklich attraktiv, was für viele, was im Bundestag gezahlt wird. Für die meisten in diesem Land, würde ich sagen, nicht für alle. Also es ist eine Frage, ja, der Intelligenz, aber vor allem des Charakters. Und dieser Ausleseprozess führt dazu, dass Angepasste ausgesucht werden. Und die Parteien werden ja auch nicht, die werden ja wie Konzerne geführt, also zumindest die traditionellen Parteien top-down, also von oben wird gesagt, was Sache ist. Und die Rückmeldung nach unten ist sehr spärlich. Ich habe oftmals das Gefühl, dass die Abgeordneten mit ihren gut finanzierten Büros eher dafür da sind, quasi die Bürger zu beruhigen und die Illusion eines Dialoges. Also wenn ich jetzt schon sehe, wieder was um diese Kandidatur von Hans-Georg Maaßen in Thüringen, der ja nun von einem Kreisverband gewählt wird, wie die Zentrale da eindrischt. Also Laschet hat heute gesagt, man spricht auf keinen Fall mit der verpönten Partei. Und das darf er nicht. Das sind Denkverbote, das sind zentralistische Vorgaben, die eigentlich Demokratie unwürdig sind. Und also Intelligenz ja, aber Rückgrat ist wichtiger. Darf ich auch noch mal was sagen? Weil ich wollte noch mal an Jens nämlich anschließen und auch an das, was Robert gesagt hat und natürlich auch an deins. Weil mich das in so eine Hilflosigkeit bringt, wenn ich sozusagen dieses Was wäre, wenn oder was könnte passieren, wenn. Ich frage mich einfach seit einem Jahr, was kann ich tun, beziehungsweise was kann jeder tun, was können wir auf der Straße tun? Und es sind so viele Kleinigkeiten, es sind so viele Differenzierungen. Also irgendeine Demonstration zum Beispiel und man sagt, wir setzen uns jetzt hin. Dann gibt es Menschen, die sagen, das ist viel zu aggressiv, so von wegen Pazifismus. Widerstand ist nicht aggressiv. Das ist einfach nur stehen bleiben. Also es muss so wahnsinnig viel passieren. Nein, Widerstand leisten heißt einfach, ich gehe hier nicht mit. Das ist nicht aggressiv. Die Menschen dazu bringen, ihnen Mut zu machen. Eltern, also wie viele Eltern haben wir hier im Land? Wie viele Kinder sind es? Dieses Potenzial an Eltern, dass die wieder zu sich selber kommen, irgendwie eben eine Empathie mit sich selbst haben und dadurch Empathie zu ihren Kindern. Das ist Kampf. Aber Kampf ist nicht aggressiv. Also ein Kämpfen für ist
ein Einsetzen für? Und wo geht das im Alltag, in jeder Minute? Wie entscheide ich mich eben? Die 5 Minuten im Bus setze ich die Maske auf. An einer anderen Stelle stehe ich vielleicht jemandem bei, der Hilfe braucht, weil er gerade in Bedrängnis kommt. Also das Leben ist ein permanentes Abwägen geworden, aber es ist so unglaublich konkret geworden. Und es ist im Geiste, finde ich, müssen wir viel radikaler werden. Dieses ganze Wischiwaschi. Eben, was heißt denn Widerstand leisten auf der Straße? Was hieße ein Artikel 20.4? Und ich bin gar nicht so gut in diesem politischen Weitergehen, in diesem auch wissenschaftlich in der Diskussion werde ich eher versagen. Aber was sind wir Menschen? Also was sind wir, 82 Millionen? Also das ist doch ein Riesenpotenzial, mit dem man was machen kann. Dann müssen wir doch eigentlich nur uns gegenseitig erreichen und mobilisieren. Und sollen die da irgendwie entscheiden, was sie wollen, wenn wir ihnen das System, also wenn wir das Futter ihnen entziehen? Eben, ich gehe nicht mehr arbeiten, ich unterstütze nicht mehr das Bildungssystem. Meine Kinder sind auch im Homeschooling. Mein Jüngster ist rausgegangen ganz und macht jetzt eine Zimmermannslehre. Einfach diesem System die Nahrung entziehen, die lebensfähig machen, sich trauen, das, was wir gelernt haben, erstmal Schulabschluss und du musst ganz ordentlich sein und du musst doch irgendwie denken, wie du Geld verdienst. Ich glaube, wir müssen radikaler werden, wie wir aus dem System aussteigen. Und radikal habe ich gerade gelernt hier von einem Lehrer, der gesagt hat, Rad ist die Wurzel, bedeutet der Sache auf den Grund zu gehen. Also um diesem Wort radikal auch mal die Härte zu nehmen. Und ich finde das ganz wichtig. Ja. Also das ist auch etwas, dafür bin ich auch oder dafür stehe ich auch, dass wir nicht gegen etwas sind, sondern für etwas. Wir brauchen ein positives Dafür. Wir können noch so lange schreien, Merkel muss weg, Spahn muss weg, wer auch immer weg muss, Wieler muss weg. Und immer dagegen, also es gibt im Schwedischen ein schönes Sprichwort, das heißt, ein Gespenst, das man versucht zu verjagen, wird immer größer. Und übrigens Narzissten, die ja sehr oft in, also ich habe ein interessantes Video auf dem Kanal von Gunnar Kaiser gesehen zum Thema Narzissmus. Narzissten, die ja in der Politik und auch in der Wirtschaft oftmals anzufinden sind, ernähren sich sozusagen durch unsere Ablehnung. Das heißt also, der Narzisst ernährt sich dadurch, indem wir, da zieht er Energie daraus. Er bekommt Bedeutung. Das, was du gerade gesagt hast, halte ich für extrem wichtig, einfach sich zu vernetzen, im Kleinen und im Mittleren zu versuchen, Netzwerke zu schaffen, Lösungen zu schaffen, kreativ zu sein und das andere einfach erstmal laufen zu lassen, außer, und das kann ich nur sagen, ich habe auch einen Riesenrespekt vor denen, also bitte nicht falsch verstehen, die große Demonstrationen auf den Weg bringen. Aber das ist dann auch ihr Plan. Das heißt aber nicht, dass es für jeden richtig ist, große Demonstrationen auf den Weg zu bringen. Und auch für jeden ist es nicht richtig, zu einer Demonstration zu gehen. Ich kenne zum Beispiel Menschen, die so feinfühlig sind, die so sensibel sind, die würden zerstört werden, wenn sie da vor so einer Polizeitruppe stehen würden in diesen schwarzen Anzügen. Das wird die kaputt machen. Für die ist es vielleicht besser, sich in einer Gruppe zu treffen und mit 20 Leuten für Frieden zu meditieren. Also so hat jeder irgendwie im Moment, glaube ich, die Chance und die Möglichkeit, das Positive dafür zu finden. Also das finde ich extrem wichtig. Du hast ja schon vor einem Jahr ganz viele kleine Sachen gemacht, als der erste Lockdown war, für Kinder und für Eltern, als Erzieherin. Ja. Vielleicht kannst du da mal Beispiele nennen, weil viele sagen, ich kann ja nichts machen, ich bin ja nur ein kleines Wesen. Genau, genau. Also das Erste war, dass es nämlich schon vor dem Lockdown angefangen hat. Und dass eigentlich auch jeder hätte mitkriegen können, dieser erste Aufruf, der auch irgendwie bundesweit wahrscheinlich mehr oder weniger durch die Bildungseinrichtungen ging, nicht mehr die Hände zu geben den Kindern. Was ja der totale Superschwachsinn ist und im Kindergarten natürlich sowieso, weil ich gehe mit denen auf Toilette. Das war vor dem Lockdown. Habe ich nicht mitgekriegt. Nee. Doch, wir hatten irgendwann mal montags morgens einen Aushang. Wir geben keine Hände mehr. Okay. Wir sind nicht unhöflich, sondern also dieser Bla fing schon vor dem Lockdown an. Stimmt. War einfach der Messiah hat gesagt, wir sind deutsch, wir geben uns die Hände. Deutsch hat er nie gesagt, aber in unserer Kultur. Stimmt. Genau. Ja. Und ich habe 15 Kolleginnen damals gehabt in meinem Kindergarten. Ich habe das morgens gesehen, habe gesagt, das ist ja Quatsch, das mache ich nicht. Also ich esse mit den Kindern, die sitzen mir auf dem Schoß, ich putze die Nase, ich bin das ganze Jahr über immer krank oder nicht. Weil wir ständig
alle Viren und Bakterien und alles austauschen. Das gehört dazu. Und im Kindergarten ist auch immer ganz wichtig, nicht krank zu sein, sondern krank zur Arbeit zu kommen. Ja, das war bis zu Corona nämlich so. Also genau, und da habe ich mich einfach widersetzt, habe gesagt, ich nehme das auf meine Kappe, habe zu meiner Chefin gesagt, das mache ich nicht, das ist schwachsinnig. Und ich war überzeugt, dass meine ganzen Kolleginnen sagen, was für ein Blödsinn. Aber sie fingen sofort, Sekunde eins an, hier mit den Kindern. Dieser ganze Schwachsinn, es war sofort da. Und es hat mich so geschockt. Es sind keine Tage oder Wochen vergangen, bis das ins Rollen gekommen ist. Es war sofort. Und auch da habe ich sofort gemerkt, ich darf nicht mehr frei sprechen. Das kommt plötzlich nicht mehr gut an. Ich hatte das noch nie im Leben. Also da hat schon was angefangen, was jeder hätte merken können. Und als dann der Lockdown da war, habe ich für mich natürlich gefragt, wie kann ich denn als Erzieherin meinen Schutzauftrag den Kindern und Familien gegenüber erfüllen. Ich nehme ihn sehr ernst. Auch das ist jahrelang immer ganz, ganz, ganz oberste Stelle, Wohl des Kindes. Es war kein Thema mehr. Und der Lockdown war ja erst mal auf 5 Wochen angesetzt. Und so lange ist nie ein Kindergarten geschlossen oder so lange haben wir nie keinen Kontakt. Und dass es einfach pädagogische Konzepte gibt, also kann man ja erarbeiten. Man kann einen Lockdown nutzen, um mal einfach im Brainstorming-Crashkurs einfach ein pädagogisches Konzept zu entwerfen, was auch unter diesen Maßnahmen funktionieren könnte. Und da bin ich einfach bei meinen Kolleginnen auf komplett taube Ohren gestoßen und also habe die sogar vor den Kopf gestoßen. Was ich natürlich bis heute nicht verstehe, aber heute mir erklären kann. Und ich habe dann einfach angefangen, also meine Kinder zu besuchen. Habe denen Briefe geschrieben, habe denen irgendwie so aus meinem Leben erzählt und bin halt von Haus zu Haus. Und habe da 5 Stunden dazu gebraucht, weil ja alle zu Hause waren. Das war total schön. Und die Kinder haben natürlich nach 3 Monaten, also das habe ich jede Woche ein-, zweimal gemacht oder dann so Videos vorlesen, halt digital. Das war für mich vertretbar. Die kennen mich ja. Ja, und nach 3 Monaten Lockdown haben die Kinder gesagt, du hast mich in den Arm genommen. Das war plötzlich ein Wunder und ich bin in Tränen ausgebrochen. Was muss passieren, dass ein Kind sagt, das Besondere an der Begegnung mit dir war, du hast mich umarmt. Und das war alles schon letztes Jahr, also wieso erreicht das die Menschen nicht? Meine Kollegen und Kolleginnen, das ist doch... Die Menschen, also das macht mich so wahnsinnig. Ihr Menschen erreicht das schon, Juliane. Ich staune aber immer eben auch über uns Deutsche. Doch, dieser vorauseilende Gehorsam, die Obrigkeit hat gesagt, furchtbar. Da halten wir uns dran. Man will nie mitschuldig sein. Nein. Furchtbar. Ja. Das geht ja noch weiter. Also du hast gekündigt gleich 2-mal, erst einmal vor der Corona-Krise und dann... hast du aber noch mal deinen Mut zusammengenommen? Nee, in der Corona-Krise, ja. Nee, daraufhin, nachdem ich gemerkt habe, wir werden niemals zusammen ein pädagogisches Konzept entwerfen, eben Hausbesuche oder was ist Corona-konform, wäre alles möglich gewesen, dass man Kontakt hält, Beziehung hält. Da habe ich dann einfach gekündigt. Vor allem, es war wirklich sofort zerbrochen mit meinem Team. Und ich habe bis heute, hat nie jemand mehr mit mir Kontakt aufgenommen. Das ist auch, das ging alles blitzschnell. Trifft dich das? Ja, irgendwo natürlich schon, aber andererseits, du bist ja außerhalb. Ich merke diese Riesendimension, was Corona ist, also, oder was auch immer hinter diesem Thema steckt. Und das beruhigt mich auch wieder, weil ich habe nie einen Tag gezweifelt. Ich war noch nie so sicher in meinem Leben wie jetzt, also seit Corona, dass es richtig ist, was ich tue. Also mein Gewissen ist so klar. Früher gab es noch mal Zweifel, oder mache ich so oder so. Oder das ist weg. Es ist noch so eine eindeutige Geschichte geworden. Nein, und deswegen habe ich dann gekündigt und bin auf die großen Demos. Also eben Mai 2020 mit einer Kollegin haben wir da die Rede gehalten für alle Kinder. Und eben uns ging es um alle Kinder, egal wo sie sind, weil sie leiden alle. Und da war noch keine Maske in Sicht und noch keine Testung und es war ja alles noch relativ harmlos, aber es war schon verheerend. Ich wollte auf eins hinaus. Ich dachte, ich habe irgendwie mitbekommen, du hattest nach
der Trennung von dem einen Team Kindergarten noch mal angefangen. Mhm. Nach einem Lockdown als Kindergärtnerin in einem neuen Kindergarten. Ja. Wie verstört die Kinder eigentlich auf den neuen Menschen reagieren? Also was, was macht dieses Ganze? Genau. Das wollte ich gerne hören. Ja. Die Hoffnung war natürlich, also klar, ich muss auch von irgendwas meine Kinder und mich ernähren, dass ich einfach neu irgendwo in einem anderen Kindergarten anfange. Und dort habe ich einfach von Anfang an die Karten auf den Tisch gelegt. Hab gesagt, ich gehe auf Demos, ich bin komplett gegen diese Maßnahmen. Wenn ihr das aushaltet, dann fange ich gerne hier an. War auch soweit quasi im Theoretischen in Ordnung. Und dann habe ich dort angefangen und habe tatsächlich jeden Tag gemerkt, also mein Instrument wirklich mit den Kindern ist Beziehung. Mhm. Und ich hatte keine Chance. Also habe wirklich ein paar Tage gebraucht. Ich dachte, das liegt an mir oder ist das Corona irgendwie, weil ich immer abgelenkt bin oder was ist das denn? Aber ich habe nach 4 Wochen festgestellt, ich kriege einfach keine Beziehung hin. Das verzweifelt mich total. Es macht mich aggressiv. Du kommst nie an die ran. Wieso? Wieso? Also festgestellt habe ich zum Beispiel die Eltern sowieso nach 4 Wochen. Ich wusste nicht, gehören sie jetzt zu dem Kind, gehört das Kind zu dem? Ich habe keinen erkannt durch die Masken. Natürlich, ich setze sie mal schnell ab. Es funktioniert nicht. Der Mensch braucht ein Gesicht und ich brauche die Chance, um einen Menschen lesen zu können. Mhm. Es funktioniert nicht, es geht nicht. Ich hätte den Sticker anpappen müssen oder so. Mhm. Und bei den Kindern habe ich einfach gemerkt, sie kamen zum Beispiel morgens rein, sind einfach an mir vorbeigelaufen. Es gab kein Begrüßungsritual mehr, es gab kein kurzes... Ah, du bist da, ich nehme dich wahr. Und da gab es noch nichts mit Abstand, es war im Herbst. Also einfach so eine Beziehungslosigkeit, auch im erzieherischen, pädagogischen Alltag. Ja. Und ich hätte es auch sowieso immer gemacht. Es gab von dieser Gruppe mit 20 Kindern 2-, 3-Jährige, die kuscheln gekommen sind, wenn irgendwas war. Und die anderen sind wirklich einfach weit, weit weggeblieben. Irre. Ja. Kinder schon. Ja, ich hatte nichts mehr in der Hand. Also andere können damit vielleicht anders umgehen, aber mich hat das so verzweifelt. Im wahrsten Sinne des Wortes, du hattest nichts mehr in der Hand. Ja, ich habe die nicht erreicht. Es hat nichts funktioniert. Also nur noch irgendwie so als Generalbefehlshaber hätte ich so kommandieren und das schaffe ich nicht. Und dann habe ich halt so den endgültigen Strich gezogen und habe mir einfach gesagt, gut, nein. Dann haben sie in diesem Land mindestens eine Erzieherin weniger, wo es sowieso einen Personalmangel gibt. bis das vorbei ist, ich arbeite nicht. Aber jetzt hast du ein neues Projekt, was an den Start kommt, und zwar einen alternativen Kinderschutzbund. Genau, genau. Also das ist im Dezember entstanden. Aus dieser Not heraus, dass die ganzen Kinderschutzbünde nichts gemacht haben. Kindeswohl war nie ein Thema bis jetzt, weiß nicht, vor 3 Wochen oder vor 6 Wochen, dass ich irgendwann dachte, wir brauchen unseren eigenen Kinderschutzbund. Und wir müssen den irgendwie so organisieren, dass alle die Superinitiativen, die wir jetzt schon haben, dass die wie gebündelt werden und dass sich das ins Regionale verstreuen kann. Und ja, es ist halt ein Mammutprojekt, also... das braucht so ein bisschen an innerer Vorarbeit und auch an Vernetzung. Und jetzt kommt das langsam, kommen die richtigen Menschen zusammen, um quasi so ein Kernteam zu bilden, dass wir dann einfach losstarten können. Ja. Darf ich fragen, wenn du sagst, du hast jetzt keine Arbeit mehr, wovon lebst du? Ich nutze gerade dieses System gnadenlos aus. Mhm. Ich lebe vom Arbeitslosengeld. Okay. Schlecht und recht. Mhm. Aber du nutzt ja deine Zeit auch, ne? Du bist Heilpraktikerin oder zumindest macht Corona-Sprechstunden, wo Kinder, Eltern, Menschen, die einfach mal reden möchten, vorbeikommen können. Ja, genau, genau. Weil auch da ist mir natürlich aufgefallen ganz früh, dass wer Hilfe braucht in der Corona-Krise, nur im konformen Sinne Hilfe bekommt. Mhm. Also auch so Seelsorge-Hotlines, sobald Menschen sagen, sie leiden unter den Corona-Maßnahmen, wird abgebügelt und aufgelegt. Also tatsächlich? Man kriegt, ja. Ich habe hier Wohnung, ja. Ja, es ist so. Und da ich selbst auch in der Weiterbildung bin zur systemischen Therapeutin oder war,
weil ich da rausgeflogen bin, weil ich eben antisemitisch und rechtsradikal unterwegs bin. Also denunziert wurde von der Antifa. Ja, und so konnte ich nicht weitermachen. Habe ich gedacht, okay, dann machen wir halt eine Corona-Sprechstunde. Dann sollen halt zu mir Menschen kommen können. Also es können alle kommen, aber es können auch vor allem die kommen, die sonst niemanden haben, weil die einfach die Hosen voll haben, sobald man sagt, ich stelle hier was in Frage. Mhm. Und gerade leider unter den Therapeuten und Sozialpädagogen, das ist das Kraus. Also extrem angepasst. Ja, ja, und es gibt einfach viel Verzweiflung in diesem Land und eigentlich braucht es nur Menschen, die zuhören. Also man braucht keine Profis. Wir müssen das nur miteinander machen. Und die anderen Mut machen. Und wenn ich so in die Runde gucke, dann macht ja jeder in seinem Bereich etwas für andere, um anderen Mut zu machen. Du machst am Anfang, zum Beispiel auch, entschuldige Katrin, aber der Jens hat auch gesagt am Anfang, das fand ich so großartig, wir müssen auch die noch nicht auf unserer Seite sind, lieben. Also können wir doch auch mal sagen, wir haben auch die Antifa lieb. Ja, grundsätzlich. Nein, aber ich meine das jetzt nicht mal ironisch, weil man fragt sich ja auch, was ist mit denen geschehen, dass die so hasserfüllt sind? Also warum können wir nicht mehr reden miteinander? Was ist hier los? Also es gibt diese spirituelle Ebene, auf der ich das zu 100% genauso denke. Ja. Da muss man jeden lernen zu lieben. Also man muss gar nichts, aber man sollte es versuchen. Und dann gibt es natürlich die menschliche Ebene, die Dimension, in der wir in dieser 3D-Dimension, wo wir auch sagen müssen, wenn jemand Unrecht tut, dann muss er dafür auch dementsprechend irgendwann dementsprechend seine gerechte Strafe bekommen. Ja, das ist immer ganz wichtig, so dieses, dass man auf der einen Seite sagt, für mich gibt es diese spirituelle Ebene zu sagen, ja genau, also die Herzensenergie, die Liebe, jeder Mensch will geliebt werden. Und niemand kommt irgendwie als Bösewicht auf die Welt oder als, keine Ahnung, als Bösewicht auf die Welt. Und auch Antifa ist etwas, also wo ich jetzt sagen würde, ich habe mich mit denen jetzt noch nie so beschäftigt. Ich kriege das immer nur medial mit, keine Ahnung, was da genau jetzt dahinter steckt, wer dahinter steckt. Einen Satz darf ich einfach sagen. Ja, bitte. Also die größte Übung für mich wird es sein, meine Parteivorsitzende, noch ehemalige Parteivorsitzende, in einem, wie auch immer, auf dieser spirituellen Ebene, total anzunehmen, was sie gemacht hat. Ja. Naja. Ja, nein, aber das ist, also wie gesagt, auf der spirituellen Ebene. Und trotzdem gibt es, also es gibt Colin C. Tipping, Radikale Vergebung heißt das Buch, kann ich jedem nur empfehlen, ist ein Weltbestseller gewesen, amerikanischer Autor. Von dem habe ich das gelernt, eben dieses Vergeben. Ja, aber trotzdem natürlich gucken, wenn jemand Straftaten begeht, wenn jemand, keine Ahnung, von Gericht gehört, dann muss er auch verurteilt werden. Also aber vergeben kann man erst, wenn die Sache erledigt ist. Du kannst doch nicht vorher vergeben. Also erstmal muss es doch zu einer Lösung gekommen sein. Kannst du schon vorher, also wenn mir jemand ein Leid zufügt, kann ich dann nicht schon sagen, ist eigentlich in Ordnung, also die andere halte ich auch noch hin. Also auf der energetisch-spirituellen Ebene schon, auf der menschlichen nicht. Das ist immer wieder diese, also das ist immer wieder das, was, also nochmal, wir sind ja alle keine Mönche, die irgendwo auf einem Berg sitzen, den ganzen Tag meditieren und beten. Ich kann das auch nicht 24/7. Ich muss mir das auch immer wieder bewusst machen. Mhm. Aber die Lösung liegt nicht in der Aggression dem anderen gegenüber. Ja. Nie. Aber ich kann auch einem Menschen vergeben, auch das wird immer falsch verstanden, ich kann einem Menschen vergeben, ohne dass ich mit ihm Kontakt haben muss zum Beispiel. Ich würde sogar sagen, die Schuldfrage ist die falsche Frage. Genau. Ich würde sagen, das Wichtige ist, was gemacht wird und was nicht gemacht wird. Ja. Wo Leute, und also an den Taten messen. Man muss auch manchmal Grenzen ziehen. Und das ist das, was du eben, du hattest das Wort Aggression quasi umdefiniert. Ich meine, ich glaube, das ist auch eine Frage, wie benutze ich diese Wörter? Wenn ich Aggression heißt ja vielleicht eben auch manchmal Grenzen setzen und sagen, stopp, das ist mein Raum. Mhm. Du kannst mir jetzt nicht sagen, ob mein Kind frische Luft atmen darf oder nicht. Mhm. Ja, da ist einfach eine Grenze überschritten, das ist schon Privatsphäre. Ja? Und man darf mir auch nicht sagen, was ich denken darf. Mhm. Das ist auch mein Privatraum. Ich darf denken, was ich will. Ja, die Gedanken müssen frei bleiben. Die Blickseite der Deutschen. Da gibt es auch eine Grenze. Da sage ich, das ist meine Grenze und niemand darf mir das sagen. Und dann gibt es auch Begriffe, die geklaut werden. Ja, man kann ja nicht mit der Polizei gegen Demonstranten handeln und dann sagen, man sei antifaschistisch. Das ist ja absurd. Das ist genauso, als wenn ich sage, ich bin für die Freiheit, alle müssen ins Gefängnis. Das ist genau das Gleiche. Ich bin für Solidarität, nehmt euch nicht in den Arm. Ich meine,
Die Wörter auch irgendwie haben ja einen Sinn. Man kann nicht einfach auf den Kopf drehen. Ach, manche können das ganz gut. Ja, eben, sage ich ja. Und da kann man sich gegen wehren. Da sage ich, nein. Mhm. Ja, ich bin investigativer Journalist. Es ist mein Beruf, Annahmen zu machen, welche geheimen Absprachen mächtige Unternehmen oder Politiker machen. Ich muss Verschwörungstheoretiker sein. Wenn ich das nicht bin, bin ich kein investigativer Journalist. Mhm. Punkt. Das ist mein Beruf. Und eben auch zu zweifeln. Man kann mir jetzt nicht meinen Beruf vorwerfen. Mhm. Dafür werde ich bezahlt von den Leuten, die Filme sehen wollen. Mhm. Ja, da muss man auch Stopp sagen. Das ist mein Wort. Mhm. Ja, man kann mir nicht mein Wort nehmen. Man kann mir nicht den Begriff Solidarität nehmen. Mhm. Dafür stehen die, die für Gleichheit stehen und nicht die, die für Ungleichheit stehen. Man kann nicht sagen, ich bin solidarisch, weil ich für Ungleichheit der Menschen bin. So, da muss man halt auf der Stopp sagen. Ja. Und das ist, glaube ich, das Problem. Das ist auch was mit Aggression, dann wieder, vielleicht muss man das fortan auch positiv besetzen und sagen, nein, nein, wir müssen da aggressiv Stopp sagen. Das sind unsere Wörter, das ist mein Verständnis. Ich bin Antifaschist, nicht die, die sagen, sie seien's. Mhm. Und sie sind aber dann für die Gewaltenbündigung und für das Mainstream-Narrativ. Ja? Nein, antifaschistisch zu sein heißt, verschiedene Perspektiven zu erlauben. Das heißt, gegen Machtbündelung zu sein. Ja? Und das heißt, dass Minderheiten auch Rechte haben. Auch Minderheiten, Meinungsminderheiten gehören auch dazu. Mhm. Ja? Und und da ist, glaube ich, das, was ich eben auch meinte, mit Pazifismus. Der Gandhi wird immer so hochgejubelt, aber er hat seinen Leuten gesagt, marschiert gegen die Soldaten und lasst euch verprügeln. Mhm. Ja, das ist auch eine Gewalt. Ein Zulassen von Gewalt, das war nicht nur Frieden predigen. Nein, das ging auch darum, gewaltvolle Bilder zu schaffen, um den Besatzern ihre Fratze zu zeigen. Das ist, glaube ich, auch, was viele unterschätzen. Für Frieden zu stehen, heißt nicht, überall nachzugeben, sondern das Gegenteil. Genau. Nachgeben, ja. Also eine Grenze zu setzen, ganz eindeutig. Was ich will, da auch nicht falsch verstanden werden. Aber dem Gegner in dem Falle nicht noch mehr Energie durch, sage ich mal, Aktionen gegen ihn zu geben. Ja, ja, richtig, aber dazu muss man ihn auch eingrenzen und sagen, das ist jetzt mein Privatbereich. Das sind unsere Wörter. Das sind meine Gedanken. Das ist meine Welt. Und natürlich. Tatsächlich, was wir eben schon dreimal gesagt haben, und ich glaube, dass der Kern ist, diese Ablenkungsgefahr, dass man auf das Falsche guckt, dass man die falsche Debatte führt. Das ist, glaube ich, die größte Gefahr für die Demokratie, dass man die falsche, also dass bei der Corona-Nachverfolgungs-App ging es ja dann um die Debatte, soll der Server zentral oder dezentral sein? Und kein Mensch hat debattiert, brauchen wir die App eigentlich? Ist das sinnvoll, epidemiologisch, oder ist es nicht sinnvoll, oder was ist der Nutzen, ja, oder was ist die Gefahr? Das wurde nicht debattiert. Und das ist so jetzt wie mit der Impfung, jetzt wird nicht debattiert, ist die Impfung sinnvoll, ist es gut für die Bevölkerungsgesundheit? Die Debatte findet nicht statt, dafür findet statt, haben wir genug Impfstoff? Und dann kann man sich sagen, nein, ihr seid böse, weil ihr habt nicht genug bestellt. Es ist also eine falsche Debatte. Ja. Das ist eben, und manchmal habe ich das Gefühl, die werden absichtlich falsch geführt, damit man nicht die natürlich Fragen stellt. Und dafür sind wir aber da, ich als Medienschaffender sehe das als meine Rolle, dass man die richtige Debatte führt. Das heißt nicht, dass ich weiß, wie alles genau richtig oder falsch ist, aber ich weiß zumindest, die Frage ist der Impfstoff gut und sicher und sinnvoll? Das ist eine wichtige Frage, wo man gerade Milliarden Steuergelder dafür ausgibt. Und dafür gibt es ja noch keine Antwort. Ne? Also es gibt zumindest mehr Informationen, als besprochen werden. Also die Impfstoffhersteller sagen ja selber, sie sind am Anfang einer Reihe von Studien. Also wenn ein Impfstoffhersteller sowas sagt, er konnte nicht klar Nein sagen. Am lebendigen Objekt. Verrückt. Das ist die eine Fragestellung. Die andere Fragestellung ist, wie wichtig ist das epidemiologisch? Was würde passieren, wenn ich nicht geimpft werde? Wie viele sind denn schon immun? Mhm. Braucht man das noch, um die Herdenimmunität aufzubauen? Da müsste man einfach mal die führenden Epidemiologen fragen. Und das findet auch nicht statt. Ja? Mhm. Also, mittlerweile sein, dass die geimpft sind, dass diese Immunität nur 3 Wochen hält. Was ist denn dann?
Gibt's ja auch. Auch das ist noch nicht genug. Es ist alles ist furchtbar, wie der Sachse sagt. Was mich halt stört, ist, dass man die Hälfte weglässt. Na, jetzt ist irgendwie gestern, vorgestern Müllwar gestorben. Und da wird in der Tagesschau, glaube ich, habe ich das gelesen, dann im Internet lese ich, habe auch keinen Fernseher, lange schwere Krankheit hatte Müllwar gehabt und ist daran gestorben. Gut, sie ist über 80, ja. Aber dass sie am 26. März geimpft wurde, wird nicht gesagt. Und jetzt frage ich mich, okay, wenn sie eine lange, schwere Krankheit hatte, dann darf ein Arzt sie nicht impfen, weil das ist grob fahrlässig. Also was stimmt denn jetzt? Mhm. Also da weiß ich nicht, irgendwie Berichterstattung ist fehlerhaft. Aber das ist ja, glaube ich, genau das, was du meinst. Eben so diese Ablenkungsmanöver. Aber die hat es ja vor Corona auch schon gegeben. Die hat es schon immer gegeben. Das ja, klar. Wir sind nur heute in der Lage, und das sehe ich wieder, das ist das Positive, dass wir eben das Internet haben, dass wir sowas hier machen können, dass wir dein Kanal, unser Kanal, Fair Talk, alle anderen Kanäle eben auch in der Lage sind, da dementsprechend eine andere Sichtweise zu zeigen. Und jetzt ist ja die Frage, jetzt ist ja wieder der Konsument an der Reihe, sich selber auch die Bereitschaft zu haben, sich eine eigene Meinung bilden zu wollen, aus möglichst vielen Einzelbausteinen. Weil also ich sage immer, das, was ich sage, ist ja auch nicht die hundertprozentige Wahrheit. Also ich versuche das, aber es ist halt auch meine Wahrheit. Ja? Und also so mein Ideal oder meine Idealvorstellung wäre tatsächlich, dass man sich aus allem das Beste rausholt, um sich daraus eine Meinung zu bauen. Das Wichtigste in Frage Medienkompetenz ist, die wichtigste Medienkompetenz kommt dadurch, dass man die richtige Frage stellt. Mhm. Und das ist ganz schön schwierig. Mhm. Ja? Weil es gibt genug Medienschaffende, aber noch mehr Konsumenten von Medien, die einfach nicht zur richtigen Frage kommen und sich ablenken lassen. Das ist die größte Gefahr. Und wir haben jetzt gerade zwei Beispiele genannt. Ja? Es gibt natürlich unzählige. Ja, was ist gerade für unsere gesellschaftliche Solidarität am wichtigsten? Die Frage muss man mal stellen. Ja, das ist ja nicht klar. Was ist überhaupt Solidarität, wenn die wirtschaftlichen Folgen der Maßnahmen jetzt laut UNO 150 Millionen Tote bringen werden? Dann kann man ja auch nicht mehr, und das Durchschnittsalter dieser Toten ist wahrscheinlich geringer als das Durchschnittsalter der sogenannten Corona-Toten, wo man dann eben sich fragt, wie viele Lebensjahre gehen dabei mehr drauf? Also da ist doch Solidarität erstmal zu definieren. Du meinst die 150 Millionen, die mehr an Hunger jetzt durch die Corona-Maßnahmen, die Lockdowns, die eben nicht Corona haben und trotzdem sterben. Ja. Also vermeidbare Tode. Ja, oder warum, also zum Beispiel eine Frage, die ich mir stelle, warum verbietet man während Covid-19 nicht das Rauchen? Ja. Also oder ist eine Lungenerkrankung und also weil Rauchen schützt vor Covid. Nee, aber die Leute, das du ist lachst, so, habe ich neulich erlebt, ja, jemand, der mich darauf hingewiesen hat, dass ich im Supermarkt die Maske nicht richtig über der Nase hatte, stand dann draußen, hat selber eine geraucht. Weil Rauchen schützt vor Corona. Aber da sieht man mal, dass einfach das Bewusstsein in dem Fall fehlt für die Verhältnismäßigkeit und also ja. Ja, man müsste auch Leitern verbieten und nur mit Führerschein und einen Ausweis, weil es fallen ja Tausende pro Jahr von der Leiter ins Sterben in Deutschland. Und also rund 10.000. Und das ist ja, dann braucht man einen Leiterführerschein. Und man muss Leiterschutzgesetz. Leiterschutzgesetz und man braucht einen Leiterausweis. Also das ist doch klar. 75.000 sterben jedes Jahr nur an Blutvergiftung. Ja. Und das könnte, ja, und es, also, ne? Und das könnte man auch beheben, wenn die Notfallstationen da in den Krankenhäusern besser ausgestattet wären und wir nicht noch in der Krise noch Krankenhäuser zumachen. Also überhaupt, dass für die Gesundheit daran Geld verdient wird, das ist doch pervers. Das ist doch der eigentliche Irrsinn. Und über Jens Spahn spricht niemand, dass der im ersten Lockdown, zu Deutsch eingesperrt sein, verpfändet hat als Gesundheitsminister, obwohl es das Gesetz vorsieht, die 8 Millionen Masken vorrätig zu haben, hat er nie gehabt, hätte 80 Millionen Masken, ne? Hätte 8 Milliarden gekostet und so musste man 80 Milliarden ausgeben. Niemand fragt nach der Verantwortung von Jens Spahn. Das findet einfach nicht statt. Und das meine ich auch mit dieser medialen Macht, die bügeln das weg. Die hetzen lieber die Leute aufeinander. Bist du für Corona oder gegen Corona, wo du sagst, anstatt die Debatten zu führen, das, was ja wirklich mal die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die zur Phrase verkommen ist, ausgezeichnet hat, nämlich Fragen zu stellen.
Und wenn die Fragen nicht mehr zugelassen sind, müssen wir über Demokratie nicht mehr reden. Wir haben, glaube ich, heute eine ganze Menge Fragen gestellt und auch Antworten bekommen. Und ich habe irgendwie letztens gehört von Professor Dr. Manfred Spitzer, die häufigste Todesursache ist Einsamkeit und die Folgen daraus. Und ich finde es schön, dass wir zusammengekommen sind. Und ich freue mich auch schon das nächste Mal mit neuen Gästen. Und ja, ich würde jetzt so zum Schluss kommen, aber ich würde dir noch mal das Schlusswort geben. Du machst das immer so schön. Och, fröhlich. Naja, wir haben angefangen mit Frieden. Und es gab ja auch eine Zeit, da durfte ich als Schauspieler auf der Bühne stehen. Und mir fehlt das Publikum ungemein, muss ich mal wirklich sagen. Hätte ich nie geglaubt. Ich dachte immer, ach na ja, es geht ohne. Man kann ja auch Energien umlenken. Ne? Und jeder, der für uns einen Kanal, von uns einen Kanal betreibt, merkt ja auch, wie toll das ist, wenn man dann merkt, ah, du hast jemanden angesprochen und der empfindet ähnlich. Ne? Mhm. Und weil wir vom Frieden am Anfang gesprochen haben, ein Gedicht, was hoffentlich jeder kennt, ansonsten wäre es mal schön wieder, wenn das in den Schulen gelernt würde. Ganz unverhofft auf einem Hügel sind sich begegnet Fuchs und Igel. Halt, sprach der Fuchs, du Bösewicht, kennst du des Königs Order nicht? Ist nicht der Friede längst verkündigt? Und weißt du nicht, dass jeder sündig, der immer noch bewaffnet geht? Im Namen seiner Majestät, geh her und übergib dein Fell. Der Igel sprach, nur nicht zu schnell. Lass dir erst deine Zähne brechen, dann wollen wir uns widersprechen. Und alsobald macht er sich rund, schließt seinen dichten Stachelbund und trotzt getrost der ganzen Welt, bewaffnet, doch als Friedensheld. Wilhelm Busch. Ja, vielen Dank, Uwe. Danke, danke. Und danke allen fürs Zuschauen.